frei, flexibel, prekär, Arbeit zwischen Selbstbestimmung und Unsicherheit. Schon der Titel der Tagung deutet ja einen gewissen Spagat an, den wir mit der Tagung versuchen. Frei, flexibel, prekär, dahinter verbirgt sich ja vielleicht eine gewisse Spannung aktueller Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, der irgendwie gekennzeichnet ist von einer Gleichzeitigkeit von Autonomieverlusten und Autonomiegewinnen oder Gewinnen, von Enthierarchisierungsprozessen und einer bestimmten Form der Refeudalisierung, von der Flexibilisierung, von Entsicherungsphänomenen und von neuen Formen der Abhängigkeit. Und all diese Prozesse sind oft mit dem Begriff der Prekarisierung beschrieben worden, der mal mehr oder weniger weit gefasst worden ist und mal mehr oder weniger umfasst hat. Prekarität oder Prekarisierung ist da als eine Form von Armut beschrieben worden, als eine Form der sozialen Desintegration, als eine Ökonomisierung oder Rationalisierung des Lebens, als eine umfassende Flexibilisierung der Arbeit und der Arbeitsstrukturen oder eben als ein ubiquitäres Schwanken aller gesellschaftlichen Formen oder eine kollektiven Verunsicherung aller Lebensbereiche. Und so stehen wir irgendwie einmal mehr vor der Frage, was wir eigentlich mit Prekarisierung meinen und was wir darunter verstehen und wie wir den Begriff der Prekarisierung eigentlich nutzen können, um eine Kritik an aktuellen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt oder an aktuellen Arbeitsverhältnissen zu formulieren und ob die Phänomene, die wir mit dem Prekarisierungsbegriff beschreiben, eigentlich vielleicht doch zu vielgestaltig und zu vielschichtig sind, um tatsächlich den Begriff der Prekarisierung in allen Variationen dafür zu benutzen. Und das gilt vielleicht umso mehr, als die Flexibilisierung von Arbeitsmärkten oder das Driften durch irgendwie den Jobmarkt, um mal den Begriff von Richard Sennett zu nehmen, oftmals mit Begriffen auch der Freiheit assoziiert sind. Also wie sind eigentlich diese Freiheitsbegriffe zu kritisieren? Ja, oft sind ja bestimmte Phänomene auf dem Arbeitsmarkt mit einem Zuwachs von Begriffen der Selbstverwirklichung geprägt. Aber wie sind diese Freiheitsgewinne eigentlich zu bewerten? Und wie kann man Konzeptionen der Selbstverwirklichung eigentlich kritisieren, die sich irgendwie als deckungsgleich erweisen mit den Anforderungen einer neoliberalen oder neoliberalen Anforderungen der Selbstoptimierung und Selbstvermarktlichung? Und da gibt es ja den schönen Begriff von Axel Honneth, der organisierten Selbstverwirklichung, der vielleicht so einen kritischen Begriff darauf werfen könnte. Natürlich zeigt sich aber hier auch, dass das irgendwie nicht für alle gilt und dass wir es irgendwie mit einer bestimmten Vorstellung oder mit einer bestimmten Spaltung des Arbeitsmarkts zu tun haben, während die einen irgendwie an der permanenten originellen Sinnsuche ihrer Arbeit verzweifeln, erliegen die anderen der durchdringenden Sinnentleerung ihrer Arbeit, während die einen an den nur subkutan geregelten Anforderungen der Selbstverantwortung zerbrechen, erleiden die anderen maximalen Kontrollverlust über die Struktur, den Inhalt und die Dauer ihrer Arbeit. Und während wir irgendwie auf der einen Seite irgendwie so diesen Idealtypus des freischaffenden Künstlers haben, der zu irgendwie so einer paradigmatischen Figur der Elite des Projektkapitalismus geworden ist, also selbstbestimmt, flexibel, effektiv und emotional verbunden seiner Arbeit nachgeht und trotzdem irgendwie in Form der Selbstausbeutung teilweise endet, haben wir es auf der anderen Seite irgendwie mit Niederungen des Niedriglohnsektors zu tun, in denen sich Existenznot mit maximalen Abhängigkeitsverhältnissen paart und die Arbeit von, jetzt paternalistisch gesprochen, von Autonomieverlust, Kontrollverlust und Ohnmacht teilweise verbunden ist. Und irgendwie diesen Spagat zwischen diesen beiden Formen, die wir irgendwie mit Prekarisierung beschreiben können, den wollen wir in dieser Tagung in den Blick nehmen und vielleicht nach Gemeinsamkeiten suchen dieser polarisierend gegenüberstellenden Phänomene. Nicht zuletzt, um eben eine Kritik an aktuellen Arbeitsverhältnissen neu zu konturieren und den Prekarisierungsbegriff da vielleicht dafür zu benutzen. Und diese, die vielleicht dadurch geprägt sind, also diese Arbeitsverhältnisse sind ja vielleicht dadurch geprägt, wenn man mal noch so exemplarisch nach Gemeinsamkeiten sucht, durch eine umfassende Verunsicherung, bald nicht mehr dazu zu gehören, überflüssig zu werden, den Funktionsanforderungen eines sich immer schneller drehenden Personal- und Wirtschaftskarussells nicht mehr zu entsprechen, irgendwie dysfunktional zu werden. Vielleicht auch durch eine zunehmende Vereinzelung von Arbeitsbiografien, die es immer schwerer machen, gemeinsame Problemlagen zu erkennen und durch eine zunehmende Ausfransung, Zerstückelung und Entgrenzung der Arbeit. Vielleicht wären das so exemplarische Gemeinsamkeiten, die diese beiden polarisierend gegenübergestellten Phänomene irgendwie vielleicht doch beide prägen. Genau, das wollen wir vielleicht in der Tagung auch in den Griff nehmen, in den Blick nehmen. Und vielleicht noch ganz kurz zu der Tagung selbst. Sie lässt sich vielleicht in vier Teile gliedern. Der erste Teil heute fragt vielleicht nach dem Subjekt und dem Objekt der Prekarisierung. Was verstehen wir eigentlich unter Prekarität? Und was zeichnet prekäre Verhältnisse aus? Und wer ist davon in welcher Art und Weise betroffen?
Welche sozialen, individuellen und politischen Folgen haben prekäre Verhältnisse? Und wie durchschlagend sind eigentlich prekäre Verhältnisse? Also können wir wirklich von einer Prekarisierungsgesellschaft reden? Oder müssen wir vielleicht doch irgendwie von einzelnen Zonen der Prekarität benennen? Der zweite Teil morgen fragt nach prekären Beschäftigungsfeldern, Arbeitsfeldern, die eben durch prekäre Beschäftigung gekennzeichnet sind. Auch da zeigt sich eine gewisse Spaltung, die ich gerade aufgemacht habe, zwischen auf der einen Seite beschäftigen wir uns mit der Prekarisierung an Hochschulen in der Kreativindustrie, auf der anderen Seite mit einer Prekarisierung in der Logistikbranche, im Care-Bereich. Der dritte Teil fragt nach einer möglichen Politisierung eben dieser prekären Beschäftigungsverhältnisse. Was könnte ein politisches Subjekt sein? Und was könnten Strategien der Endprekarisierung sein? Das wird die Abendveranstaltung mit Klaus Dörre sein und Helmer Lutz. Und der vierte Teil erweitert mit filmischen Perspektiven den Blick einer bislang ja noch relativ fokussierten Diskussion auf die globalen Zustände der Arbeit. Wie wird, warum, wo, auf welche Art und Weise gearbeitet? Eine Einstellung zur Arbeit heißt das Filmprojekt von Antje Ehmann und Harun Farocki. Und vielleicht sehen wir da nochmal sozusagen verschiedene Perspektiven auf die Arbeit. Zusammengenommen hat die Tagung vielleicht das Ziel nicht nur so einer fachlichen Auseinandersetzung, sondern vielleicht auch die einer Politisierung eben über eine begriffliche Neukonturierung, über ein neues Verständnis, wo und wie und warum wir es mit prekären Verhältnissen zu tun haben, dass das auch, also ein neues Verständnis davon, dass das auch helfen kann, eben zu einer Politisierung beizutragen und eine Kritik aktueller Arbeitsverhältnisse zu schärfen. Heute wird es eben darum gehen, über diesen Begriff der Prekarisierung zu reden. Und das tun wir mit folgenden Gästen. Ich möchte sie in aller Kürze vorstellen. Sie haben lange genug gewartet, deswegen versuche ich das relativ kurz zu halten. Möchte es alphabetisch machen. Zu meiner Rechten Brigitte Aulenbach. Brigitte Aulenbacher ist Professorin für Soziologie an der Johannes-Kepler-Universität in Linz und war lange Zeit am Institut für Soziologie auch in Frankfurt hier. In ihrer Forschungsarbeit beschäftigt sie sich mit vielfältigsten Themen, die von Fragen der Gender- und Intersektionalitätsforschung über aktuelle Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt und die Herausforderungen prekärer Arbeitsverhältnisse bis zu aktuellen Arbeiten zum Care-Bereich und den Restrukturierungen an Hochschulen reicht. Ich könnte hier auf zahlreiche Publikationen und Aufsätze verweisen, will aber nur zwei jetzt erstmal hervorheben. Zum einen das Buch Feministische Kapitalismuskritik, was gerade im Mai erschienen ist und auf das ich sehr gespannt bin, und 2014 Für sich und andere Sorgen, Krise und Zukunft von Care in der modernen Gesellschaft, ein Buch zur Sorgearbeit. Ich freue mich sehr, dass Sie den langen Weg aus Linz zu uns auf sich genommen haben. Herzlich willkommen, Brigitte Aulenbacher. Und dass Sie hier durchgehalten haben. Zu meiner Linken Oliver Marchert. Oliver Marchert ist seit 2012 Professor für Soziologie an der Kunstakademie Düsseldorf und hatte zuvor eine Forschungsprofessur an der Universität Luzern inne. Seine Forschungsinteressen sind ebenso breit gestreut und reichen von Schriften zur Kunst- und Medientheorie über sozialphilosophische Grundlegung der Gesellschaftskritik bis zur politischen Theorie der Demokratie und des Protests. Auch hier seien nur einige wenige seiner Publikationen genannt, zum Beispiel Das unmögliche Objekt, eine postfundamentalistische Theorie der Gesellschaft, Stand der Bewegung, Protest, Globalisierung, Demokratie und was uns heute sicherlich interessieren wird, die beiden Bücher zur Prekarisierungsgesellschaft. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, Oliver Marchert. Herzlich willkommen. Stefan Vorswinkel, ganz rechts. Stefan Vorswinkel ist Dozent an der Universität Frankfurt und Soziologe am Institut für Sozialforschung. Dort leitet er zwei Forschungsprojekte, die sich zum einen mit dem Verhältnis von Erwerbsarbeit und psychischen Erkrankungen, zum anderen mit den Perspektiven von Normalarbeiterinnen auf den Wandel des Arbeitsmarktes beschäftigen. Davor hat er unter anderem mit Axel Honneth und Klaus Günther das groß angelegte Forschungsprojekt Strukturwandel der Anerkennung ins Leben gerufen. Seine Forschungsgebiete sind ebenfalls von einer immensen Breite gekennzeichnet. Sie reichen von Studien über die Deregulierung des Arbeitsmarktes, über sozialphilosophische Perspektiven der Anerkennung bis zu den strukturellen Gründen psychischer und körperlicher Erkrankungen. Auch hier seien zumindest einige Publikationen genannt, zum Beispiel Nichtnormale Normalität, Anspruchslogiken aus der Arbeitnehmermitte von 2014 oder Strukturwandel der Anerkennung im 21. Jahrhundert und welche Kundenorientierung Anerkennung in der Dienstleistungsgesellschaft. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Stefan Vorswinkel.
Ja, ganz kurz zu mir. Mein Name ist Carlos Becker. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft hier in der Goethe-Universität mit einem Fokus auf politische Theorie und Sozialphilosophie und auch Vorstandsmitglied hier in der Heinrich-Böll-Stiftung Hessen. Noch ganz kurz zum Verfahren. Es wird so sein, dass Herr Marchert einen circa 40-minütigen Vortrag hält und wir dann 2 10-minütige Kommentare haben von Brigitte Aulenbacher und Stefan Vosswinkel und wir dann ungefähr, wenn es alles klappt, in circa 55 Minuten oder 60 Minuten oder 60 Minuten, Entschuldigung, in die Diskussion einsteigen. Und ich würde vorschlagen, dass wir dann, nachdem Sie so viel jetzt gehört haben und so lange gewartet haben, direkt in die Publikumsdiskussion einsteigen und wir dann versuchen, die Kommentare und den Vortrag gemeinsam zu bearbeiten. Ich möchte mich an der Stelle aber noch ganz, ganz herzlich bedanken im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung bei dem Musanturm für die hervorragende Kooperation und Unterstützung, ganz besonders bei Matthias Pees, dem Intendanten, Markus Dross, dem Programmkoordinator, Evelyn Gebhardt, der Leiterin des Betriebsbüros, Herrn Schlund, dem technischen Leiter und Tanja Hoss, auch für die technische Unterstützung hier sehr herzlichen Dank. Darüber hinaus möchte ich mich sehr herzlich bedanken bei Mechthild Feil und vor allem bei Margret Kranich, der Geschäftsführerin der Heinrich-Böll-Stiftung Hessen, ohne die diese Tagung und wahrscheinlich auch sehr, sehr viele andere Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung niemals stattfinden würden. Ganz herzlichen Dank, Margret. Das war es mit den Ankündigungen. Ich hatte schon auf die Videodokumentation hingewiesen und jetzt wünsche ich uns eine ganz, ganz spannende Diskussion, einen tollen Vortrag und übergebe an Sie. Herzlich willkommen. Danke, Herr Marchert. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Versteht man mich so? Alles in Ordnung? Ja. Okay. Der Vortrag hat den Titel Die Prekarisierungsgesellschaft und tatsächlich wird im Wesentlichen die Argumente versuchen, plausibel zu machen, die ich in dem erwähnten Buch über die Prekarisierungsgesellschaft vorgetragen habe. Das heißt, mein Vorschlag lautet, ganz kurz gefasst, dass unsere westlichen Gesellschaften mit Gründen als Prekarisierungsgesellschaften beschrieben werden können. Und ich werde versuchen, darzustellen, wieso ich das denke. Dazu teilt sich der Vortrag in 2 Teile. In einem ersten Teil werde ich den theoretischen Hintergrund des Arguments versuchen, ein bisschen zu erläutern. Das heißt, ich werde mich auf einige theoretische Ansätze, die in der deutschsprachigen Soziologie nicht gerade dominant sind, die für mich aber wichtig sind, um ihnen plausibel machen zu können, weshalb es sinnvoll ist, von der Prekarisierungsgesellschaft zu sprechen, solche Ansätze zumindest erwähnen und jene transversalen Konditionen, wie ich das nenne, der Prekarisierung, wie sie die Gesellschaft oder den sozialen Raum als Ganzen zumindest durchschneiden, auch in gewisser Weise plausibel machen zu können. Im zweiten Teil werde ich auf politische Bewegung oder eine politische Bewegung zu sprechen kommen, die diese These von der Prekarisierungsgesellschaft in gewisser Weise, und sei es nur implizit, zum politischen Programm erhoben hat. Also aus der Perspektive einer sozialen Bewegung heraus den Claim oder die Behauptung entwickelt, dass unsere Gesellschaften in umfassender Weise von Prekarisierung betroffen sind, also Prekarisierung nicht ein Detailphänomen oder ein Phänomen, das nur eine bestimmte kleine Gruppe betrifft, darstellt, sondern den gesamten sozialen Raum in gewisser Weise umfassendes Phänomen. Und um das schon mal eingangs zu konturieren, möchte ich mit einem historischen Fall, inzwischen historischen Fall beginnen, einem wichtigen Augenblick in der deutschen Debatte, öffentlichen Debatte zum Thema Prekarisierung, nämlich jenem Moment, in dem 2006 von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung eine Studie unter dem Titel Gesellschaft im Reformprozess vorveröffentlicht wurde. Eine Studie, die manche werden sich an die Debatten erinnern, öffentliche Debatten in den Medien ausgelöst hat. In dieser Studie wurden Wertevorstellungen von 3000 wahlberechtigten Bürgern erhoben. Dass es sich um die Erhebung der Wertevorstellung unter wahlberechtigten Bürgern handelt, gibt Ihnen natürlich einen Eindruck davon, dass
diese Studie mit einem bestimmten politischen Interesse verfasst wurde. Auf Basis der ermittelten Einstellungen dieser Bürger wurde ein Katalog politischer Typen formuliert, darunter auch am unteren Ende der Skala dieser Typen der Typus eines abgehängten Prekariats, wie es die Studie genannt hat. 8% der Bevölkerung, immer mit Einschränkung der wahlberechtigten Bevölkerung, 8% dieser der Bevölkerung gehört nach Einsicht der Studie zu diesem abgehängten Prekariat. Laut Studie fände sich unter diesem abgehängten Prekariat der höchste Arbeitslosenanteil, wie auch der höchste Anteil an Arbeitern, deren Arbeitsplatz jedoch zumeist als unsicher gilt. Und die zum abgehängten Prekariat gezählten zeigten sich nach Ansicht dieser Studie desorientiert, fühlten sich im gesellschaftlichen Abseits. Die Entfremdung vom politischen System sei in dieser Gruppe am größten von allen Gruppen, die man beobachtet hat. Und an der Urne, man sieht auch hier wiederum natürlich das politische Interesse hinter dieser Studie, an der Urne zeige sich eine höhere Nähe zu linken wie rechten Protestparteien. Auf diese Publikation oder Vorpublikation der Studie folgte also eine öffentliche Diskussion, in der zum ersten Mal im massenmedialen Diskurs Deutschlands der Begriff des Prekariats auftauchte, ein Begriff, der vorher nur in den Sozialwissenschaften, beispielsweise in der Rezeption Robert Castells oder Pierre Bourdieus und natürlich in linken Gruppierungen und Protestbewegungen in Gebrauch war, aber nicht öffentlich kursierte. Im Unterschied zur französischen Diskussion wurde der Begriff des Prekariats nun aber in Deutschland in den konventionellen Begriff der Unterschicht übersetzt. Damit kam es zu einer wesentlichen Bedeutungsverschiebung, an der die öffentlichen Debatten um Prekarität hierzulande, wie ich denke, immer noch laborieren. Es wurde ein Feld geöffnet, in das bereits vorher medial diskutierte Phänomene, wie zum Beispiel das Phänomen der neuen Armut eingetragen werden konnten, der neuen Armut, die mit den Hartz-IV-Reformen sichtbar geworden war. Die Sozialkategorie Prekariat wird seither mit Unterschicht, Armut, Exklusion oder Abgehängtsein gleichgesetzt. Das hat aber einen merkwürdigen Effekt. Indem das, was wir unter Prekarisierung verstehen sollen, auf Formen der Armut und des Ausschlusses begrenzt wird, Formen, die letztlich nur 8% der Bevölkerung über 18 betreffen, wird der Eindruck vermittelt, das Problem der Prekarisierung wäre, mit begrenztem Aufwand zu bewältigen und sozialarbeiterisch unter Kontrolle zu halten. Auf diese Weise wird das Phänomen der Prekarisierung an die Ränder des Sozialen gedrängt. Seine allgemeine gesellschaftspolitische Bedeutung lässt sich dann um vieles besser ignorieren. Allerdings ist schon an der sogenannten Ebert-Studie eine Sache merkwürdig. Prekarisierung, wenn man denn darunter nicht nur das abgehängte Prekariat subsumieren will, lässt sich nicht so leicht an die Ränder des Sozialen drängen. So kam es selbst die Ebert-Studie zu dem Schluss, dass Prekarisierung keineswegs nur die 8% des abgehängten Prekariats betrifft. In den Befragungen konnte durchaus eine breite gesellschaftliche Grundstimmung der Verunsicherung ausgemacht werden. 63% der Befragten gaben an, die gesellschaftlichen Veränderungen bereiteten ihnen Angst. 46% empfanden ihr Leben als ständigen Kampf. 44% fühlten sich vom Staat alleingelassen und 15% fühlten sich generell verunsichert. Verunsicherung als Zeichen der zunehmenden Prekarisierung der eigenen Arbeits- und Lebensbedingungen wäre demnach endemisch. Prekäre Lebenslagen sind dann nicht ausschließlich mit Armut, Verelendung und Exklusion zu assoziieren. Die Flexibilisierung und Prekarisierung der Arbeitsorganisation, gerade in den besonders dynamischen Branchen, etwa der IT- und Kommunikationsindustrie, kann, wie etwa Robert Castell betont hat, modellhaft Zwänge auf andere Produktionsbereiche ausüben. Prekarisierung greift also auf immer mehr Arbeitsverhältnisse über. Ja, mehr noch, je weniger Arbeit und Leben unter postfordistischen Bedingungen getrennt erscheinen, desto mehr tritt das Phänomen der Prekarisierung über die Ufer der Arbeitswelt und droht, immer weitere vormals stabil geglaubte gesellschaftliche Verhältnisse zu prekarisieren. Nicht so unrecht sprach Bourdieu schon
in einem 1997 gehaltenen Vortrag von einem breit gefächerten Prekarisierungsstrom, in den die gesamte Welt materieller, kultureller, öffentlicher und privater Produktion gerissen wäre. Grund dafür sei, so Bourdieu damals, dass Prekarisierung einer neuen Herrschaftsnorm angehöre, in der zur Aufrechterhaltung des Unterordnungsverhältnisses der Arbeitnehmenden ein allgemeiner Dauerzustand der Unsicherheit errichtet wird. In diesem Vortrag sprach Bourdieu von der Allgegenwart der Prekarität. Befristete Beschäftigungsverhältnisse und Teilzeitarbeit hätten sich im privaten wie im öffentlichen Sektor, in der Industrie wie im Kulturbereich und Journalismus ausgebreitet. Am sichtbarsten sei Prekarisierung im Fall von Arbeitslosigkeit. Da zeigt sich besonders eindrücklich, dass das Verhältnis der Betroffenen zu Welt, Raum und Zeit destrukturiert wird, dass die Zukunft so weit im Ungewissen verschwindet, dass rationale Planung nicht mehr möglich ist, ja, dass der Glaube an Zukunft als solche verschwindet. Ich halte das für einen besonders eindringlichen Punkt, auch dieses Kriterium. Klar, Planungsunsicherheit, wenn ich nicht weiß, wie ich in einem Jahr die Miete bezahlen werden kann, kann ich schlecht eine Familie gründen, etc. Das heißt, ich kann schwer in die Zukunft planen. Aber der Glaube an die Zukunft als solche geht verloren. Das hat Bourdieu in Bezug auf Arbeitslose beschrieben. Aber ich denke, dass wir uns heute genau in dieser Kondition befinden, in der praktisch für uns alle der Glaube an die Zukunft verloren gegangen ist. Wenn es eine Zukunft gibt, dann eine, in der es uns allen schlechter gehen wird, in der wir keine Pensionen mehr bekommen und Ähnliches. Aber eben nicht der Glaube an eine Zukunft, wie wir mal bei denen geherrscht hat, die gedacht haben, mit ihnen zieht die neue Zeit. Aber Prekarität betrifft, so Bourdieu, eben auch die scheinbar von ihr Verschonten, sofern wir alle, sofern wir nicht verbeamtet sind, mit einer Reservearmee prekarisierter Arbeitnehmer und Arbeitsloser konfrontiert sind, die als Drohung allzeit in den Köpfen aller präsent bleibt. So sagt Bourdieu, weder dem Bewusstsein noch dem Unterbewussten lässt sie jemals Ruhe. Diese subjektive Verunsicherung, Produkt dieses Unsicherheitsregimes, dieser neuen Herrschaftsnorm, zieht also auch jene Arbeitnehmer in Mitleidenschaft, deren Arbeitsverhältnisse scheinbar noch nicht prekär sind. Bei Prekarität handelt es sich also, so Bourdieu, um kein begrenztes, sondern um ein alle Sozialbeziehungen umfassendes Phänomen. Bourdieus Vortragstitel lautete dementsprechend: Prekarität ist überall. Mein Vorschlag ist also, im Anschluss an diese Beobachtung, unsere westlichen Gesellschaften, in denen soziale Sicherheitssysteme zunehmend abgebaut und Arbeitsverhältnisse flexibilisiert werden, auch entsprechend zu benennen, nämlich als Prekarisierungsgesellschaft. Unter Prekarisierungsgesellschaft verstehe ich ein Panorama im Sinne von Bruno Latour. Nach Latour ist ein Panorama eine 360-Grad-Darstellung des sozialen Raums. Man kennt diese Panoramen aus dem 19. Jahrhundert, in dem um einen herum 360 Grad eine Landschaft, eine Schlacht, ein historisches Ereignis abgebildet wird. Und man steht sozusagen in der Mitte und hat diesen 360-Grad-Blick. In den Sozialwissenschaften kann man an solche Panoramen denken, Gesellschaftspanoramen wie Risikogesellschaft, Mediengesellschaft, Wissensgesellschaft, Informationsgesellschaft, Beschleunigungsgesellschaft, eine ganze Reihe davon. Solche Panoramen erheben nicht notwendig Alleinerklärungsanspruch. Also zu sagen, wir leben in einer Prekarisierungsgesellschaft, heißt nicht, dass das Phänomen der Prekarisierung alles erklärt in dieser Gesellschaft. Sie bilden nur ein Phänomen ab, das unsere Sozialbeziehungen in ihrer Gesamtheit zu erfassen droht, jedenfalls tendenziell. Ohne Panoramen, und das ist der Grund, weshalb ich denke, dass ein solcher Begriff wertvoll ist, ohne Panoramen hätten wir keine Möglichkeit, überhaupt Zusammenhänge zu erkennen zwischen scheinbar unterschiedlichen und unterschiedlichen Entwicklungen. Aus Panoramen, so Latour, gewinnen wir, Zitat, unsere Metaphern für das, was uns miteinander verbindet, für die von uns angeblich geteilten Leidenschaften, für den allgemeinen Grundriss der Gesellschaftsarchitektur und die Erzählungen, mit denen wir diszipliniert werden. In diesem Sinne erlaubt der Begriff der Prekarisierungsgesellschaft, Gemeinsamkeiten und Überschneidungen sozialer Entwicklungen hervorzuheben, wo man andernfalls keine sehen oder sie gar verleugnen würde. Und ich möchte dieses Panorama, wie gesagt, jetzt von zwei Seiten her plausibler machen, von einer sozialwissenschaftlichen Seite
indem ich die theoretischen Gründe anführe, die meiner Meinung nach dafür sprechen, und von der, wenn man so will, politischen Seite, nämlich der Seite der sozialen Bewegungen und ihrer Artikulation dieses Panoramas der Prekarisierungsgesellschaft. Bleiben wir zunächst bei den sozialwissenschaftlichen und theoretischen Gründen, die, wie ich denke, dieses Panorama von der Prekarisierungsgesellschaft stützen. Aus verschiedenen sozialwissenschaftlichen Perspektiven wurden Studien unternommen, die diese These vom umfassenden Charakter von Prekarisierung stützen. So haben sich die ökonomische Regulationstheorie, die Gouvernementalitätsstudien in der Nachfolge von Foucault, die pragmatische Soziologie, am bekanntesten Boltanski und Chiappello, und der Postoperaismus mit Prekarisierung auseinandergesetzt. Regulationstheorie, in Frankreich im Anschluss an den strukturalen Marxismus und der Althusser-Schule herausgearbeitet, in Deutschland vielleicht am prominentesten vertreten durch Joachim Hirsch, auch hier mal in Frankfurt, weiterentwickelt, untersucht die für die Kapitalakkumulation notwendigen Formen politischer, sozialer und kultureller Regulation, ausgehend davon, dass sich das Kapital nicht von alleine akkumuliert, sondern bestimmte stützende gesellschaftliche Bedingungen dafür braucht. Die Gouvernementalitätsstudien der Foucault-Schule widmen sich unter anderem dem, was Thomas Lenke die Unsicherheitsdispositive unserer Gesellschaften genannt hat. Sie widmen sich auch den entsprechenden, also diesen Unsicherheitsdispositiven, vor allem des Neoliberalismus, entsprechenden Subjektivierungsformen eines unternehmerischen Selbst. Hier sind natürlich die Studien von Ulrich Bröckling einschlägig. Die pragmatische Soziologie, im Besonderen die prominente Arbeit von Boltanski und Chiappello, hat die Herausbildung einer neuen Rechtfertigungsnorm, einer Rechtfertigungsordnung der, wie Sie das nennen, projektbasierten Polis, also einer Gesellschaft, in der sehr vieles über Projekte organisiert wird, und damit auch eines neuen Geistes des Kapitalismus beschrieben. Und im italienischen Postoperismus, das sind die bekanntesten Namen, viele kennen sie natürlich, Antonio Negri, Maurizio Lazzarato, Paolo Virno, Sergio Bologna, wurde untersucht, wie sich die Sphäre der Produktion unter Bedingungen der Prekarität über die gesamte Gesellschaft ausdehnt, die nun zur Fabrica diffusa, zur diffundierenden Fabrik, die Fabrik ist nicht mehr an einem bestimmten Ort oder Vorort einer Stadt, sondern sie breitet sich in die gesamten gesellschaftlichen Verhältnisse aus wird. Ich werde Sie nicht weiter mit den Details dieser Untersuchungen belästigen. Ich habe auch versucht, die in dem Buch zusammenzuführen. Ich beziehe mich nur auf Sie hier, damit Sie ungefähr einen Hintergrund haben oder den Hintergrund kennen, vor dem ich dieses Argument entfalte. Ich möchte nur eines hervorheben, führt man diese einschlägigen Untersuchungen in ihren wesentlichen Punkten zusammen, kommt man zum übereinstimmenden Ergebnis, dass das Phänomen der Prekarisierung den gesamten sozialen Raum, wenn auch auf je unterschiedliche Weise, erfasst hat. Und zwar deshalb, weil die topografischen Grenzen dieses Raums entlang von drei Achsen, wie ich sie nennen würde, drei Achsen der Prekarisierung durchschnitten werden. Auf einer ersten Achse verläuft der Strom der Prekarisierung im Unterschied zum Verständnis von Prekariat als einer Gruppe, quer zu sozialen Schichtungen. Zwar muss in der Tat unterschieden werden zwischen den verschiedenen Formen von Prekarisierungserfahrungen, und typischerweise wird, wie in der eingangs erwähnten Friedrich-Ebert-Stiftungsstudie, auch unterschieden zwischen Prekarität als einer spezifischen Form der Armut und des Ausschlusses und Prekarität als einer Form, wie Klaus Dörre das genannt hat, der atypischen Integration. In Frankreich würde man von den Intellopräkär sprechen, von den prekären intellektuellen Gruppen, die natürlich über ausreichendes Bildungskapital verfügen und deshalb zumindest jetzt von der Forschungsgruppe um Klaus Dörre noch in der Zone der Integration verortet werden, nicht in der Zone der Prekarität als Ausschluss. Allerdings ist die Erfahrung von Prekarisierung nicht auf diese beiden Sektoren begrenzt. Der Diskursanalytiker Jürgen Link hat den Begriff eines transversalen Prekariats für eine sich quer durch die Stratifikation erstreckende neue soziale Situation geprägt, die, wie er beschreibt, alle Betroffenen mit einer durchgehenden Abwärtsspirale bedroht. Entscheidende Ursache für die Transversalität des Phänomens ist, dass die zunehmende Flexibilisierung und Prekarisierung vieler Arbeitsverhältnisse auch auf die integrierten Sektoren der Normalarbeit durchschlägt.
In unterschiedlichem Grad und unterschiedlicher Form betrifft Prekarisierung, so schreibt Robert Castell zum Beispiel, fast alle Arbeitnehmergruppen, den angelernten Hilfsarbeiter nicht anders als den Gründer eines Startups. Ich schließe mich in dieser Hinsicht der Definition von Klaus Dörre an, der mit Prekarisierung einen sozialen Prozess bezeichnet, über den die Erosion gesellschaftlicher Normalitätsstandards auf die Integrierten zurückwirkt. Aufgrund dieses Rückwirkungseffekts kann Prekarisierung im Unterschied zur Prekarität nicht auf bestimmte soziale Strata oder Arbeitsverhältnisse begrenzt werden. Als Drohung wirkt sie auch auf die noch bestehenden Normalarbeitsverhältnisse. Und natürlich macht ein solches Konzept umfassender Prekarisierung ungleichheitssoziologische Untersuchungen nicht überflüssig, also um dieses Missverständnis von vornherein aus dem Weg zu räumen. Aber sie besitzt solchen Untersuchungen gegenüber den Vorteil, dass sie diese transversale Kondition benennbar macht, die sich eben nicht allein in Armut und Ausschluss manifestiert, sondern tendenziell die gesamte arbeitende und natürlich auch die nicht arbeitende Bevölkerung betrifft. Kommt zur zweiten Achse. Und auch entlang dieser Achse tendiert Prekarisierung dazu, auf die Gesamtheit sozialer Verhältnisse auszustrahlen. Bisher hatte ich ja davon gesprochen, dass die Sphärengrenzen zwischen prekärer Arbeit und Normalarbeit verschwimmen. Das ist zu ergänzen, denn darüber hinaus verschwimmen auch die Grenzen zwischen Arbeit und Nichtarbeit oder Arbeit und Leben, also zwischen Produktion und Reproduktion. Das ist eine der Hauptthesen, ich habe sie schon ganz kurz angedeutet, des italienischen Postoperismus. Der Ort der Arbeit habe sich von der Fabrik über den gesamten sozialen Raum hinweg ausgedehnt. Die intellektuellen und kreativen Fähigkeiten, die zur Produktion insbesondere immaterieller Güter, darunter verstehen Postoperisten zum Beispiel Güter der Dienstleistungen, Wissen, Kommunikation, Affekte, denken Sie an Service with a Smile, all diese Güter, die Fähigkeiten, die da zur Produktion dieser Güter erforderlich sind, breiteten sich tendenziell auf das gesamte Arbeitskräftepotenzial aus, weshalb Postoperisten auch von Massenintellektualität sprechen. Solche Fähigkeiten werden vor allem jenseits des eigentlichen Orts der Arbeit erworben und eintrainiert. Selbst wenn man scheinbar nicht arbeitet, arbeitet man. Zwar wird Massenintellektualität auch innerhalb der klassischen Lohnarbeit zunehmend nachgefragt, ihre typische Entsprechungsform ist aber die neue Selbstständigkeit, die charakterisiert ist durch netzwerkförmig strukturierte Projektarbeit, bei der die Grenze zwischen Freizeit und Arbeitszeit unbestimmt bleibt. Also diejenigen von Ihnen, die in Projektarbeit tätig sind, werden wissen, dass früher oder später sind die einzigen Freunde, die man noch hat, diejenigen, die auch in diesen Projekten arbeiten oder im Netzwerk dieser Projektarbeiter sind. Da der Normalarbeitstag für Projektarbeit keine zeitliche Bezugsgröße mehr bildet, also 9 to 8 keine zeitliche Bezugsgröße bildet, nehmen Honorarzahlungen an Bedeutung zu. Also ganz so wie ich hier ein Honorar bekomme und nicht angestellt werde auf Lebenszeit von der Heinrich-Böll-Stiftung. Das ist der Normalfall. Ja, ja. Und wenn ich nicht nordrhein-westfälischer Landesbeamter wäre, müsste mich, was mich natürlich mit Stolz erfüllt als Österreicher, müsste ich möglicherweise von solchen Honorarzahlungen leben. Das führt nicht nur zur Intensivierung der Arbeitszeit, also bis hin zu einem schrankenlosen Arbeitstag. Die Ersetzung der Lohnform durch die Rechnung oder das Honorar schafft darüber hinaus das grundlegende Prinzip der Subsistenzgarantie ab. Das ist ein Argument von Sergio Bologna. War die Lohnform noch an den Anspruch der existenziellen Erhaltung der Arbeitskraft geknüpft, die ja durch den indirekten Lohn auch bei Verlust der Arbeitsfähigkeit garantiert wurde, so wird dieses Modell inzwischen vom Modell des existenziellen Risikos abgelöst. An der Entsicherung von Arbeits- wie Lebensverhältnissen erweist sich der gesellschaftsumfassende Charakter des Wandels durch Prekarisierung. Schließlich durchschneidet Prekarisierung den sozialen Raum auf einer dritten Achse, die quer zur herkömmlichen Unterscheidung zwischen objektiv oder strukturell bestimmten Prozessen und Prozessen der Subjektivierung liegt. Objektiv erweist sich Prekarisierung, könnte man sagen, es ist zumindest ein Ansatz, als eben eine Form der Regulation, mit der das keynesianische Wohlfahrtsstaatsregime untergraben wird. War Prekarität früher an den Rändern der kapitalistischen Akkumulation gedrängt? Also zum Beispiel, die vollständige Sicherheit war auch im Kommunismus nicht gegeben, aber gut.
kleine Subunternehmer, sogenannte Dritte Welt, Kleinhandel, Landwirtschaft, mehr oder minder ungeregelte Arbeit in der Landwirtschaft, Erntehelfer und so weiter. So werden nun Beschäftigungssicherung und Regelmäßigkeit des Einkommens auf breiter Front infrage gestellt. Das daraus resultierende objektiv größere Abstiegsrisiko, das vom neuen Regulationsprinzip der Prekarisierung erzeugt wird, führt auf subjektiver Ebene zur Angstneurotisierung des Individuums. Und das ist ein entscheidender Punkt, der eben auch auf diese umfassende Natur von Prekarisierung schließen lässt. Die Angstneurotisierung von uns allen, wenn ich das so sagen darf. Man muss sich allerdings hüten, ausschließlich diese repressive Seite von Prekarisierung zu betonen, denn es wird ja zugleich die produktive Seite von Subjektivitätsressourcen mobilisiert im Neoliberalismus. Die auf jeden Einzelnen übertragene Verantwortung, mit sozialen und beruflichen Risiken selbst umzugehen, muss durch subjektivierende Strategien implementiert werden, die solche Risiken als Bereicherung und prekarisierte Arbeitsbedingungen als Freiheit zur Selbstverwirklichung erfahrbar machen. Ich werde nochmal auf diesen Punkt in dem politischen Teil, zu dem ich dann auch gleich kommen werde, zurückkommen, denn ich bin nicht der Meinung, dass es hier ausschließlich um sowas wie eine listige Täuschung im Neoliberalismus handelt, wenn vorgespielt wird, dass unsere flexibilisierten Arbeitsbedingungen auch Freiheitseffekte für uns haben. Ich glaube, dieses Modell würde nicht funktionieren, wenn da nicht auch was dran wäre, aber dazu komme ich noch. Darüber hinaus wurde im Anschluss an Foucault immer wieder darauf hingewiesen, dass die Selbstregierungsfähigkeiten der Subjekte heute zu den Schlüsselressourcen der modernen Regierungsformen zählen. Auch hier spielen objektivierende und subjektivierende Faktoren ineinander. Mithilfe gouvernementaler Technologien werden Mechanismen etabliert, die das Autonomiepotenzial freihandelnder und unternehmerisch denkender Subjekte befördern und als Produktivitätsressource anzapfen sollen. Das findet man heute selbst schon in den Schulen, wo das eintrainiert und eingeübt wird, wo Kinder angehalten werden, ihre Milestones zu definieren und dann in einem Coaching-Gespräch mit den Lehrern zu diskutieren, wie sie ihr Lernverhalten optimieren können, um diese Milestones zu erreichen. Das ist kein Witz. Dabei handelt es sich also um gelebte gouvernementale Technologien. In der Folge dringen die prekarisierten Arbeitsverhältnisse des neoliberalen Regimes und die damit verbundene Subjektivierungsform des Unternehmers seiner selbst, der sich also dem Marktgeschehen, den Risiken des Marktgeschehens ausliefert, in Form der positiv kodierten Erfahrung von Kreativität und von Selbstverwirklichung bis tief in die Psyche jedes Einzelnen ein. Prekarisierung, so das Resümee meines ersten Teils, ist auf keine bestimmte Zone, Gruppe, Schicht oder Klasse begrenzt. Der umfassende Prekarisierungsstrom, von dem Bourdieu spricht, durchbricht die Grenzen der sozialen Schichtung, die Grenzen von Arbeit und Nichtarbeit und schließlich die Grenze zwischen objektiven und subjektiven Aspekten der Prekarisierung. Die dreifach transversale Natur von Prekarisierung weist darauf hin, dass es sich um einen gesellschaftstheoretischen Begriff handeln kann. Das heißt, unter Prekarisierung kann ein Phänomen verstanden werden, das die Gesellschaft oder den gesellschaftlichen Raum in seiner Gesamtheit zu erfassen, tendiert. Wie ich in einer Untersuchung, auf die ich jetzt im zweiten Teil meines Vortrags zu sprechen kommen werde, versucht habe nachzuweisen, diskursanalytisch nachzuweisen, ist dieser umfassende gesellschaftstheoretische Begriff schließlich auch zum politischen Einsatz der prekarisierungskritischen Bewegung geworden. Denn im politischen Diskurs, ich hatte es am Anfang mit meinem Rekurs auf die Debatte um das Phänomen des abgehängten Prekariats versucht zu illustrieren. Im politischen öffentlichen Diskurs ist der Umfang und damit die Bedeutung von Prekarisierung umkämpft. Während in der massenmedialen Öffentlichkeit ein enges Prekariats- oder Prekarisierungsverständnis vorherrscht, versuchen gegenhegemoniale soziale Bewegungen die umfassende Natur des Phänomens hervorzuheben. Dieser gesellschaftstheoretische Begriff von Prekarisierung, wie ich ihn zu entwickeln versucht habe, wird nämlich keineswegs nur von Sozialwissenschaftlern aufgezogen, sondern auch von sozialen Bewegungen, also im politischen Aktivismus. Man könnte sagen, er wird auf den Straßen performt. Ich denke hier vor allem an die sogenannte Prekarisierungsbewegung oder Euromaidan-Bewegung, ist sicher auch einigen bekannt als Bewegung.
Es handelt sich um ein transnationales Bewegungsnetzwerk, das sich aus der globalisierungskritischen Bewegung der zweiten Hälfte der 1990er Jahre entwickelt hat und genau die zunehmende Prekarisierung der Arbeits- und Lebensbedingungen thematisiert. Seit 2001 tritt die Bewegung jährlich zum 1. Mai mit sogenannten Mayday-Paraden an die Öffentlichkeit, die mit ihrer Entwendung populärkultureller Codes und ihren überbordenden performativen und medialen Protestpraktiken als bewusste Alternative zu den traditionellen Demonstrationen der Arbeiterbewegung gedacht sind. Inzwischen haben ausgehend von Mailand Euromayday-Demonstrationen in mehr als 40 europäischen Städten, darunter Berlin, Barcelona, Kopenhagen, Hamburg, Helsinki und so weiter, stattgefunden. In den Jahren von 2007 und 2008 nahm auch Tokio dieses Mayday-Format auf. 2009 fanden diese Paraden in 7 japanischen Städten und in Toronto statt. Die Zahl der Teilnehmer rangierte immer zwischen bescheidenen 100 und manchmal mehr als 100.000 in Milano. Diese Bewegung ist wieder im Abklingen. Es hat sich etwas mit der Restrukturierung und Reformatierung der Proteste im Zuge der Krise und natürlich auch der Occupy-Bewegung ab 2011 zu tun. Aber sie existiert nach wie vor. Zwei Eigenschaften machen diese Bewegung besonders interessant. Zum Ersten vertritt sie selbst einen Begriff von umfassender Prekarisierung. Sie versteht unsere Gesellschaft also als eine Prekarisierungsgesellschaft. Und das lässt sich schon an den Aufrufen zu Mayday-Paraden erkennen. Prekarisierung gilt dort als eine generelle Erfahrung der Mehrheit der Menschen. Das Phänomen reicht in jeden Teilbereich des Lebens hinein und ist nicht mehr auf Arbeitsbeziehungen im klassischen Sinn beschränkt. Ich habe diese Aufrufe, wie gesagt, es gab zig solche Aufrufe über viele Jahre, analysiert, um Ihnen das nur mal ganz kurz zu illustrieren, wie ich das anhört. Precarity is the most widespread condition of labor and life in Europe today. It affects everyone, every day, in every part of life. Whether chosen or imposed, precarity is a generalized condition experienced by the majority of people. Oder in einem anderen Aufruf, nowadays precarity is structural and generalized. In wieder einem anderen, wie in 2005, Prekarität erfasst die Gesellschaft zusehends in ihrer Gesamtheit. Das ist ein Satz, der könnte von mir stammen. Das ist eigentlich das Thema von diesem Vortrag. Es handelt sich um den Versuch, im Protest Verbindungslinien, wie auch selber in den Aufrufen gesagt, zwischen den unterschiedlichen Facetten der Transformation der Arbeit zu ziehen. Wir haben mehr gemeinsam, als man uns glauben macht, sagt ein Berliner Aufruf. Dieses gemeinsame Schicksal betrifft, so geht es dort weiter, illegalisierte, saisonal und befristet Beschäftigte, Schein- und sogenannte neue Selbstständige, Niedriglohnjobberinnen, Erwerbsarbeitslose und Freiberuflerinnen, Projekt-, Teilzeit- und Leiharbeiterinnen sowie alle ihre Zwischen- und Mischformen. Oder wie es in einem Hamburger Aufruf heißt, Arbeiterinnen ohne Arbeit, Hausfrauen als Heimarbeiterinnen, Intellektuelle ohne Beschäftigungen, Jugendliche im Aufruhr, Papierlose als Hilfsarbeiter im Hafen oder als Erntehelferin in der Landwirtschaft, Rentner in der Depression, die Online-Generation im Echtzeitstress, Studentinnen als Putzfrauen, Künstlerinnen in der Identitätskrise, junge Osteuropäerinnen als Mamas Ersatz, Linke ohne Perspektive, Akademiker als Taxifahrer, Touristenführer oder im ewigen Praktikum. Die Euromayday wird explizit als ein Ort verstanden, an dem illegalisierte Reinigungskräfte, Praktikantinnen, Projektarbeitende und Ein-Euro-Jobberinnen in Kommunikation treten können. Nun ist natürlich diese Idee nicht unproblematisch, das ist schon klar, da man ja vermuten könnte, dass diese alle verschiedenen Gruppierungen miteinander in Kommunikation treten, real nicht der Fall ist. Die Unterschiede zwischen der sozialen Situation zum Beispiel eines papierlosen Landarbeiters und einer urbanen Ich-AG sind gewaltig. Das ist auch nicht an den Aktivistinnen der Euromayday-Bewegung vorübergegangen. Die inneren Debatten dieser Bewegung drehen sich in nicht unerheblichem Ausmaß um die Frage der Inklusivität oder Exklusivität des eigenen Projekts. Es scheint, als sei die Bewegung von Zweifeln geplagt, ob die Ausrufung eines neuen revolutionären Subjekts namens Prekariat durch soziale Fakten gedeckt und politisch gerechtfertigt ist. Genau deshalb aber werden die potenziellen Ausschlüsse und Grenzziehungen der eigenen Bewegung sehr oft offen befragt. Am deutlichsten zeigt sich das für mich an einem Mobilisierungsplakat, das für die Mayday-Parade in Mailand 2007 entworfen wurde. Auf dem Plakat sieht man zwei, wie man annehmen muss, migrantische Putzfrauen, etwas ratlos vor einem karnevalesken
bunten Plakat stehen, also für ein Plakat im Plakat. Dieses Plakat, das zum Euromayday aufruft und unter anderem soziale Rechte für alle einfordert, existierte tatsächlich und war in Mailand affischiert. Das zweite Plakat, das Meta-Plakat, wenn man so will, stellt das erste in Frage. Es behandelt die Frage nach den selbstproduzierten Ausschlüssen, die in den internen Debatten immer wieder an der Diskursfigur der inzwischen fast schon sprichwörtlichen migrantischen Putzfrau festgemacht wurde. Inwieweit, so die Frage, schließt eine Bewegung, die sich zwar inklusiv gibt, aber nicht zuletzt in ihrer Ästhetik ein jugendliches, pop- und subkulturell sozialisiertes Publikum adressiert, nicht gerade jene aus, die womöglich am stärksten von prekären Arbeitsverhältnissen betroffen sind? Das ist die Frage, die sich an diesem Plakat widerspiegelt und die sich die Bewegung selbst stellt. Wenn also das Hauptziel des Plakats nach wie vor in der Mobilisierung für den 1. Mai besteht, so hinterfragt es doch zugleich diese Mobilisierung. Es stellt offen zur Disposition, ob und inwieweit die Euromayday für Gruppen, die sie anzusprechen behauptet, überhaupt ein Angebot zum gemeinsamen Protest machen kann. Dieses selbstreflexive Moment, das meiner Ansicht nach, aber darauf komme ich nicht zu sprechen, interessante demokratietheoretische Implikationen besitzt. Aber dieses selbstreflexive Moment wird in einem weiteren Plakat vielleicht noch deutlicher. Für die Berliner Mayday-Parade von 2008 wurde ein gewissermaßen paradoxer Ich-Streik ausgerufen. Zunächst wurde damit thematisiert, dass ein Arbeitskraftunternehmer als Ich-AG natürlich gerade nicht streiken kann. Denn wenn man in sich die Rolle des Arbeitnehmers und die des Arbeitgebers in Personalunion vereint, wen soll man dann bestreiken? Dieses Problem, das auch ein Problem des Arbeitskampfes natürlich und der politischen Mobilisierbarkeit darstellt, wird von der Prekarisierungsbewegung aber nicht allein in den institutionellen Formen der Arbeitsorganisation verortet, sondern zumindest ebenso in den postfordistischen Subjektivierungsweisen, die weit über unser Verhalten am Arbeitsplatz hinausreichen und damit Ort und Gegenstand hegemonialer Kämpfe werden. So heißt es auf einem Plakat, das den Ich-Streik bewirbt: gegen den Markt in unseren Köpfen, wir sind die von der Wir-AG. Die Bestreikung des Ich macht also den Versuch gegen hegemonialer Selbstsubjektivierung. Es geht offenbar darum, die Subjektivierung als Unternehmer seiner selbst zu unterlaufen und ihr eine kollektive und organisierte Subjektivierung als Prekariat, das heißt als politisches Subjekt, entgegenzustellen, um so den selbstverschuldeten Ausgang aus der Vereinzelung monadischer Konkurrenz- und Kreativindividuen zu finden. Es geht, wenn man so will, um eine Gegenperformance zur Performance neoliberaler Selbstsubjektivierung. Es geht aber auch und zugleich um die performative Erzeugung eines politischen Kollektivsubjekts namens Prekariat, das wie immer bei politischen Subjekten nicht an den objektiven sozialen Positionen der Akteure, nicht in den objektiven sozialen Positionen der Akteure aufgeht. Politische Subjekte decken sich nicht mit sozialen oder ökonomischen Subjektpositionen. Sie sind immer in gewissem Ausmaß imaginäre Anrufungen, das Prekariat genauso wie das Proletariat, die aber dennoch notwendig sind, um sich im politischen Raum überhaupt formieren zu können. Gegen die dominanten Subjektivierungsformen im Neoliberalismus hilft, so die erste Schlussfolgerung, also nur eine Form der politischen Gegenperformance, die sowohl auf unsere soziale Selbstsubjektivierung als auch auf unsere politische Subjektwerdung zielt. Das politische Subjekt des Prekariats wird von der Euromayday-Bewegung, dem massenmedialen Diskurs, von dem sogenannten abgehängten Prekariat entgegengestellt und damit überhaupt erst politisch performativ ins Leben gerufen. An der Weise, in der dies versucht wird, ist aber noch ein weiterer Aspekt interessant. Die Auswirkungen von Prekarisierung werden nämlich in ihrer ganzen Ambivalenz gesehen. Und hier komme ich auf den Punkt, den ich vorher mit meiner Anmerkung, ich bin mir nicht sicher, ob es sich um hier eine ideologische Irreführung handelt, wenn gesagt wird, Flexibilisierung hat auch was mit Freiheitseffekten zu tun. In manchen dieser Aufrufe zu Euromayday-Paraden wird nämlich der Freiheitseffekt von Prekarität betont. Denn die klassischen fordistischen Arbeitsverhältnisse stellen
im Unterschied zur Meinung von Traditionsgewerkschaften jedenfalls, keine wünschenswerte, für diese Bewegung, keine wünschenswerte Alternative zur prekären Lebensform dar. Ich zitiere Ihnen aus einem Aufruf: Nobody wants to be sentenced to the same job for life. But nobody wants to spend her whole day wondering how to pay the next bill while juggling three jobs. In dieser Hinsicht sind die Aufrufe in den von Boltanski und Chiapello beschriebenen Diskurs der Künstlerkritik einzuordnen. Die Autonomisierungsgewinne durch Prekarisierung sollen keinesfalls rückgängig gemacht werden, schon gar nicht im Sinne des fordistischen Disziplinarregimes. Dieses emanzipatorische Potenzial von Autonomie, Kreativität, Selbstorganisation muss allerdings politisch aktualisiert werden. Beispielsweise versucht man, den Begriff der Flexibilität dem neoliberalen Diskurs zu entwenden und neu zu kodieren. Die Alternative zu neoliberaler Flexibility sei nicht einfach Security, sondern vielmehr Flexicurity. Zitat: In order to reclaim flexibility from managers and executives, we demand flexicurity against flexploitation. Kurzum, die zumindest potenziell emanzipatorischen Aspekte von Prekarisierung werden nicht einfach ignoriert. Denn wer will schon wirklich sein Leben in einem 9-to-5-Job am Fließband oder im immer selben Büro vor der immer selben Zimmerpflanze absitzen? Die Forderung nach Flexicurity, das heißt nach einer Synthese aus Flexibilität und Sicherheit, ist Ausdruck dieser Ambivalenz, die im Phänomen der Prekarisierung selbst zu verorten ist. Was die Euromayday-Bewegung somit von traditionelleren Protesten gegen Prekarität unterscheidet, ist, dass sie nicht so sehr auf die Verteidigung fordistischer Arbeitsverhältnisse zielt, sondern unter Prekarisierung ein ambivalentes Phänomen versteht, das zwar zu neuen Unterordnungs- und Ausbeutungsverhältnissen führt, zugleich aber auch neue Freiheitspotenziale birgt. In der Prekarisierungsgesellschaft, und damit komme ich zum Schluss, erscheinen also immer mehr Lebensbereiche im flackernden Licht der Verunsicherung und prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse weiten sich aus. Aber die Angstneurotisierung der Individuen ist nicht die notwendig einzige Folge von Prekarisierung. Die Subjektivierungsformen der projektbasierten Polis oder des unternehmerischen Selbst, für die von manchen, wie eben Boltanski, die Emanzipationsbewegung der 68er verantwortlich gemacht werden. Diese Subjektivierungsformen besaßen ja immer auch ein progressives Gesicht. Und ich glaube, es wäre eine zu altmodische Vorstellung von Ideologiekritik zu denken, dass dieses progressive Gesicht einfach nur eine Art von Priestertrug, wie man das mal früher genannt hat, oder eine ideologische Verblendung, ja, wäre. Freiheit, Selbstverantwortung, Kreativität und Kooperationsfähigkeit mögen ideologisch auf die postfordistische Verwertungslogik getrimmt sein, sie gehen aber, das wäre die These, nicht in ihr auf. Es gilt, ihren emanzipatorischen Überschuss wiederzubeleben. Das allerdings erfordert Arbeit, erfordert die Produktion von alternativen sozialen Entwürfen und neuen politischen Subjekten. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja. Ganz herzlichen Dank, Oliver Marchert. Sie haben genau 40 Minuten geredet. Das ist der Wahnsinn. Ich würde vorschlagen, wollen Sie beginnen, Peter Auenbacher? Ja, ich habe mich zu einem Kurzkommentar bereit gefunden und möchte jetzt einfach nochmal in einigen wenigen Thesen auf einige der Argumente eingehen. Ich kannte den Vortrag nicht vorher, versuche jetzt aber auf das Gehörte zuzuspitzen, damit wir in der Diskussion bleiben. Und sage einfach mal vorweg, dass ich diese Überlegung Prekarisierungsgesellschaft und dieses 360-Grad-Panorama, mit dem wir uns verschiedene Bereiche anschauen, anregend finde und auch in der Diskussion streitbar und damit eben auch diskussionswürdig finde. Das ist sozusagen die Einführung ins Ganze. Und ich möchte aber, damit wir in die Diskussion kommen, einfach Punkte des Dissenses hervorholen, weil ich denke, dass das die Diskussion spannender macht, als wenn ich jetzt erst 10 Minuten darüber rede, wo ich überall zustimmen würde. Und von daher konzentriere ich mich jetzt sehr gezielt auf Punkte des Dissenses. Erstens,
Ich glaube, dass Prekarisierung kein ganz neues, allgemeingültiges Phänomen ist. Prekarität war auch unter fordistischen Vorzeichen von allgemeiner Relevanz, aber in ganz anderer Weise. Prekäre Beschäftigung, marginale Beschäftigung, wie es damals hieß, war in der Tat an den breiten Rändern des Beschäftigungssystems vorfindbar. Nicht zuletzt Frauenerwerbstätigkeit war hochgradig prekär. Und diese Prekarität oder Marginalität hat das männliche, androzentrische Normalarbeitsverhältnis gestützt. Sie war also auch gesamtgesellschaftlich relevant. Also dieser Diskurs läuft meines Erachtens ein Stück verfehlt, zu sagen, damals war es ein ausschließliches Randphänomen, heute ertrifft es die ganze Gesellschaft. Damals hat es andere stabile Beschäftigungsverhältnisse gestützt, die sonst nicht möglich gewesen wären. Insofern war es von allgemeiner Relevanz. Richtig ist natürlich, die allgemeine Relevanz ist heute eine andere. In der Tat lässt sich für die westeuropäischen und US-amerikanische Gesellschaft feststellen, dass wir es mit Prekarisierungsprozessen im Sinne der Entsicherung zu tun haben. Und diese Entsicherung trifft die gesamte Gesellschaft. Zweiter Punkt des Dissenses, den ich gezielt aufmachen möchte. Ich halte es für zu kurz gegriffen, diese Prozesse der Entsicherung ausschließlich von der Arbeit aus zu diskutieren, von der Erwerbsarbeit aus. Also diese Interpretation, wir haben es jetzt mit einer Entgrenzung von Arbeit und Leben zu tun, diese Interpretation Durchlässigkeit der Sphären, die halte ich durchaus für zutreffend, aber das ist nicht das Gesamt, sondern wir haben es mit mindestens drei Bereichen der Entsicherung zu tun. Das fordistische System basierte auf einem Normalarbeitsverhältnis, basierte auf einer Kleinfamilie nach dem Ernährer-Hausfrauen-Modell und basierte auf einem keynesianischen Wohlfahrtsstaat. Alle drei Säulen werden seither entsichert. Also wir haben es mit einer Flexibilisierung, einer atypischen Deregulierung, einer Prekarisierung der Beschäftigungsverhältnisse zu tun. Wir haben es mit einer Pluralisierung von Lebensformen zu tun, vervielfältigte Lebensformen. Die Kleinfamilie ist nicht mehr die dominante Norm, sondern es gibt komplexere Realitäten. Und wir haben es mit einem Sozialstaat zu tun, der zusehends zurückgebaut wird. Sie kennen alle die Formeln vom aktivierenden Sozialstaat oder vom Wettbewerbsstaat. Das heißt, wir haben drei Säulen, die im Umbruch sind. Das ist enorm wichtig, weil die Menschen in diese drei Säulen eingespannt sind und keineswegs diese Entwicklung in allen drei Säulen gleichzeitig verläuft. Das heißt, man kann beispielsweise durchaus in allen drei Dimensionen entsichert sein. Frauen, die langzeitarbeitslos sind, kriegen das zurzeit besonders zu spüren. Beispielsweise werden sie von der Bundesagentur für Arbeit weit weniger in Qualifizierungsmaßnahmen integriert, als das bei männlichen Arbeitslosen der Fall ist und so weiter und so fort. Wir haben neue Phänomene, prekäre Familienernährerinnen, deren Realität aber auch gerade gar nichts mit dem zu tun hat, was der vorherige fordistische Familienernährer an Realität mitgebracht hat. Also drei Säulen sind in der Entsicherung, das halte ich für enorm wichtig. Diese drei Säulen, diese drei Entsicherungsdimensionen haben einen gemeinsamen Fluchtpunkt. Die verlaufen ganz unterschiedlich, aber es gibt einen gemeinsamen Fluchtpunkt. Es läuft darauf hinaus, dass ökonomische Risiken, also wirtschaftliche Risiken durch entsprechende unternehmerische Risiken, aber auch Lebensrisiken zusehends individualisiert werden. Also die Einzelnen werden in die Verantwortung genommen, den Einzelnen wird das Gesamt aufgebürdet. Und ich halte da ein weiteres Moment für unglaublich wichtig in der Diskussion, nämlich zeitgleich mit dieser Entsicherung dieser drei Säulen geht noch etwas anderes einher. Der gesamte Bereich der sozialen Reproduktion, also sei es Kinderbetreuung, sei es Altenpflege, sei es die normale alltägliche Organisation des Lebens, wird zusehends abgewertet. Und zwar in zweifacher Weise abgewertet. Einmal, das klingt paradox, indem sie in Wert gesetzt wird, dort, wo sie profitabel gemacht werden kann, haben wir inzwischen Care-Industries, Wellness-Industries, Sie kennen alle möglichen Angebote, die gegen Geld zu haben sind.
Dort, wo sie nicht profitabel gemacht werden kann, wird sie eigentlich kaum noch gesehen, kaum noch zur Kenntnis genommen. Sie kennen das Beispiel des Adult Worker Models, denke ich, also aber Erwerbsfähigkeit als Kriterium der Sozialintegration. Wer sich heute in Beschäftigungsverhältnissen einfindet, die dem unternehmerischen Selbst, der managerialen Existenz genügen, wird sich damit sehr schnell konfrontiert sehen, dass für die privaten Belange die Reproduktion keinen Raum mehr gelassen wird. Das heißt, wir haben also eine Entsicherung, die komplexer ist als eine von der Arbeit her gedachte Entsicherung. Der dritte Punkt des Dissenses, den ich ansprechen möchte, bezieht sich auf diese Frage, die eben schon angesprochen worden ist. Der Prekarisierung entspricht ein Aufruf zum Selbstmanagement, zum Selbstunternehmertum, zur Organisation des eigenen Lebens. Es ist jetzt eben in der Diskussion vorgeschlagen worden, dieses emanzipatorische Potenzial, das aus diesen ursprünglichen gesellschaftskritischen Bewegungen entstanden ist, nicht außer Acht zu lassen. Ich möchte hier zwei Punkte anmerken. Das eine ist, ich denke in der Tat, dass Autonomiegewinne zu verzeichnen sind gegenüber dem fordistischen Modell. Heutige Arbeitsinhalte sind möglicherweise in manchen Bereichen weit ansprechender, identitätsfördernder, als das zuvor der Fall war. Ein steigendes Bildungsniveau und eine arbeitsinhaltlich interessantere Arbeit kommt in verschiedenen Bereichen zusammen. Ich halte also durchaus daran fest, wir haben es hier mit Autonomiegewinnen zu tun. Allerdings werden die nicht aus der Prekarisierung, aus der Prekarität geschlagen. Und das halte ich für enorm wichtig zu unterscheiden. Es sind nicht Chancen, die hier aus der Not geboren werden, wie Oskar Nick das mal formuliert hat, sondern in der Tat haben wir gleichgerichtete Prozesse einer Flexibilisierung, einer durchaus auch anspruchsvollen Entwicklung von Arbeit, und wir haben Prekarisierungsprozesse. Ich halte es für notwendig, das auseinanderzuhalten. Aus Prekarisierung lässt sich aus meiner Sicht kein Freiheitsgewinn schlagen. Das ist der dritte Punkt, und ich möchte auf einen letzten Punkt eingehen, und der ist möglicherweise noch mal ein besonderer Punkt des Dissenses. Es ist in dem Vortrag schon mit einiger Schärfe angesprochen worden. In dem Buch ist es noch etwas schärfer, finde ich. Es wird eine ganz klare Gegenüberstellung gemacht. Neue soziale Bewegungen, Euro May Day, auch andere ließen sich nennen, auf der einen Seite, und ich glaube, im Buch heißt es dann die Retropolitik der Gewerkschaften auf der anderen Seite. Nun geht es mir nicht um ein großes Credo zur Verteidigung der gewerkschaftlichen Politik, das ist hier nicht meine Aufgabe. Allerdings halte ich es für verfehlt, das eine als das Fortschrittsdenken, das andere als das rückschrittliche Denken zu etikettieren. Und das halte ich aus zwei ganz banalen Gründen für verfehlt. Der eine Punkt ist, ich sage es mal mit Michael Bowoy, der sich jüngst mit sozialen Protesten weltweit befasst hat, der sehr richtig feststellt, solche Bewegungen sind liquide. Das ist positiv besetzt. Sie sind liquide, weil sie in der Tat in der Lage sind, sich sehr schnell zu bewegen, breite Strömungen aufzunehmen, möglicherweise in Selbstreflexion Grenzen zu transzendieren. Sie sind allerdings auch wenig institutionalisiert. Und das heißt zum Beispiel auch, dieses Phänomen, dass diese Bewegungen sehr schnell wieder verschwinden, ist ein Phänomen, das wir ernst nehmen müssen. Und das liegt unter anderem auch daran, dass sie ohne eine entsprechende Institutionalisierung nicht unbedingt in einer Weise politikfähig sind, die sie auf Dauer gestellt zur Gegenmacht werden lassen. Das heißt, wir haben hier möglicherweise mit Prekarisierung und Euro May Day eine gegenhegemoniale Bewegung. Ich halte das auch für wichtig, will das überhaupt nicht geringschätzen, halte es aber für fatal, diese Bewegungen nicht gleichermaßen zusammen zu diskutieren mit viel stärker institutionalisierten Politikmodellen, die sicherlich auch reformorientierten, reformbedürftig sind. Und nur zwei Beispiele, um das anzusprechen. Flexploitation ist ja einer der
Begriffe, die gewerkschaftlicherweise Seite stark kritisiert worden sind. Der Begriff der Flexicurity ist ein aus den Gewerkschaften kommender Begriff und zwar gegen Flexploitation gerichtet. Sie finden in den Gewerkschaften eine Hauptdomäne dieser Diskussion. Also von daher ist mein Punkt, bitte nicht alt, neu, entweder oder, die einen zu den Dinosauriern zu schaffen und die anderen zu der Avantgarde des neuen sich sozusagen weltweit selbstbewusst etablierenden Prekariats. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Brigitte Auenbacher. Auch Sie, genau 10 Minuten, Wahnsinn. Wahrscheinlich, ich merke schon so ein gewisses Bedürfnis, jetzt direkt darauf anzuworten, aber wir haben jetzt noch einen Kommentar, Stefan Vosswinkel. Sie werden langsam überladen, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, Sie halten noch durch. Stefan Vosswinkel, bitte. Danke. Ja, schönen Dank für die Einladung. Ich habe jetzt, glaube ich, nochmal eine unglückliche Rolle, weil ich erstens vielem von dem zustimme, was Oliver Marchert gesagt hat, aber auch eine Reihe von Dissensen markieren möchte, aber vor allen Dingen auch vielem von dem zustimme, was Brigitte Auenbacher gesagt hat. Also was sollte ich jetzt noch sagen? Aber ich hoffe, es gibt auch ein paar Punkte. Ich sage nicht, wo ich zustimme, oder ich sage das nur in dieser rhetorischen Formel, dass ich das nicht extra erwähnen will, dass ich auch finde, die Prekaritätsdiskussion sollte nicht mit der Unterschichtendebatte verwechselt werden. Und ich finde auch, dass es sich um eine Verallgemeinung von Entsicherung, Verunsicherung, was auch immer, handelt in der Gesellschaft, über die wir zu reden haben, dass Normalitätsstandards erodieren und Ähnliches. Dem stimme ich soweit zu. Ich will vielleicht 5 Punkte sagen, wo ich vielleicht etwas andere Akzente eher, als dass ich es völlig anders sehe, setzen würde. Und zwar, was diese Verallgemeinerung betrifft. Vielleicht ein Zitat, was ich sehr prägnant fand aus dieser Untersuchung, die wir gemacht haben über Ansprüche an Arbeit von Normalbeschäftigten. Da sagt uns ein Angestellter aus einem großen Automobilwerk, wo wir darüber sprachen, wo er dann erzählte von sich aus, dass er es ganz furchtbar finden würde, wenn er auch nur als Leiharbeiter oder Befristete, die er ja in großer Zahl in seinem Werk kennt, nicht wüsste im Februar, ob er in diesem Jahr und wann er und ob überhaupt er Urlaub machen kann, solche Dinge, wenn man sozusagen diese Perspektive nicht hat. Und er formulierte das so, die tun mir unheimlich leid, die da draußen. Das Interessante war an dieser komischen Kopplung, es war sozusagen einerseits eine normative Solidarität, die er zum Ausdruck brachte, also die waren ihm nicht egal, das sind nicht die, die weg sind, aber er hat dann doch diese Formulierung von die da draußen formuliert, gebracht, die ja nicht stimmt, weil die Leute arbeiten ja im selben Werk, nur unter anderen Bedingungen. Aber es ist sozusagen so eine Solidarität, eine Wahrnehmung dieses Phänomens der Prekarisierung auch, und man könnte auch sagen, auch dort erodieren Normalitätsstandards für ihn, weil er sich überhaupt die Frage stellt, es könnte so sein, dass er diesen Urlaub nicht machen könnte, er kann sich damit da hineindenken, aber irgendwie sind es doch 2 Welten, also es sind die da draußen, mit denen kann man solidarisch sein, aber es ist, die gehören nicht dazu, die werden auch nicht eingeladen zu gemeinsamen Betriebsfesten und so weiter, die zählen irgendwie nicht dazu. Und diese Doppelung weist darauf hin, dass wir, glaube ich, doch mehr noch darüber nachdenken sollten, neben dieser Verallgemeinerung über Prekarisierung, der ich zustimme soweit, dass wir es doch auch mit 2 Welten zu tun haben und dass wir die andere Welt sozusagen der Normalbeschäftigten, die es gibt und die jetzt nicht unbedingt in einer glücklichen Situation sind grundsätzlich, dass es die auch gibt und dass dieses Verhältnis ein kompliziertes ist, nicht ein gegensätzliches per se, aber ein kompliziertes. Also der Blick auf Prekarisierung kann auch sozusagen von außen und von innen erfolgen und das würde ich stärker noch betonen in dem Zusammenhang. Zweites Problem oder ein zweiter Punkt, den ich benennen würde, wäre, Prekarisierung ist ja ein relationaler und ein Prozessbegriff. Brigitte Auenbacher hat das schon ein bisschen angesprochen. Das heißt, es transportiert irgendwie zwangsläufig immer die Vorstellung mit sich, wenn wir von Prekarisierung reden, vorher war es weniger prekär. Das betrifft einmal die Gender-Thematik, die wir eben schon gehört haben, aber es betrifft eben auch eine latente Vorstellung darin, es entdramatisiert, würde ich sagen, den Kapitalismus. Es transportiert eine Unterscheidung von einem guten und einem schlechteren Kapitalismus mit sich und wir hatten früher einen guten. Das wollen Sie, glaube ich, nicht sagen, aber man kommt bei dem Begriff aus dem Problem nicht heraus. Die Prekarisierung suggeriert, es war früher besser.
Und das finde ich problematisch, weil es eben auch viele, also ich schaue mal, es ist eine Generation, die mit der Terrorismuskritik aufgewachsen ist. Und für uns war das Symbol dessen, wogegen man sich gewandt hat, die Stechuhr und die Pünktlichkeitszwänge. Und heute diskutieren wir über Entgrenzung von Arbeit und über das Verschwimmen von Arbeit und Freizeit. Und das waren damals positive Visionen. Und das muss man, glaube ich, also Sie haben es immer auch gesagt, aber es ist sozusagen trotzdem transportiert der Begriff, glaube ich, die Vorstellung mit, wäre doch schön, wenn man wieder klare Grenzen von Arbeit und Freizeit hätte. Im Grunde die Stechuhr, es wird ja häufig diskutiert, wieder die Stechuhr einführen dort, wo sie abgeschafft worden ist und ähnliches. Und das finde ich ein bisschen ein Problem und ich glaube, man sollte sagen, die klassischen Kritiken an terroristischen Verhältnissen, die es ja nach wie vor gibt, die sollte man sozusagen da nicht aus dem Auge verlieren. Also auch das eher ein Plädoyer für eine erweiterte Betrachtung oder so, wie man das nennen will. Dann glaube ich, gibt es in der Debatte ein Problem, wo ich mit mir selber so ein bisschen unschlüssig bin, wie man damit umgehen soll. Also Prekarisierung heißt ja vor allen Dingen auch Statusunsicherheit. Und die Vorstellung, früher hatte man, wenn man eine bestimmte Position hatte, in einem Unternehmen, in einer Organisation, in der Gesellschaft, hatte man eine gewisse Statussicherheit, da konnte man nicht so schnell absteigen. Das klingt wunderbar und heute ist das sozusagen diese Abstiegssorge, diese Verunsicherung ist überall. Aber wenn man mal zurückblickt, bedeutet das auch, dass diejenigen, die es soweit nicht gebracht hatten zu einem, sagen wir mal, angesehenen Status in der Gesellschaft, auch relativ sicher sein konnten, dass sie auch unten blieben. Und ich habe vor ein, zwei Wochen im Deutschen Feuilleton eine interessante Debatte beobachtet über einen Typus von Literatur, den es im Moment gibt, den ich selber, muss ich sagen, noch nicht gelesen habe. Ich fand die Debatte erstmal interessant, nämlich diese Literatur über Abstiege. Es gibt ein Buch, das heißt Die Glücklichen von Christine, wie heißt sie mit Nachnamen, ist auch egal. Es geht mir nicht um das Buch, weil ich das Buch nicht gelesen habe. Ich will gar nichts gegen das Buch sagen. Und es gibt ein anderes Buch, das heißt Das Möbelhaus. Beides sind Texte, wo in den quer eigentlich zu den üblichen Klischees von FAZ da und anderer Zeitungen dort. Die einen sagten, das ist ein hochdramatisches Bild, was die Abgründe unserer modernen Gesellschaft, die Verunsicherung und so weiter zeigt, also eine berechtigte Kritik, und die anderen sprachen von neuer Weinerlichkeit. Und diese neue Weinerlichkeit ist sozusagen jetzt gar nicht eine FDP-Rhetorik gewesen, sondern es war eine Rhetorik sozusagen, wo, sagen wir mal, Mittelschicht Leute die Erfahrung machen, dass es auch schlechtere Bedingungen gibt, als sie gewohnt sind. Und ich bin mir damit mit mir selber ein bisschen unsicher, wie man eigentlich damit umgehen soll, weil natürlich die Vorstellung, dass man ein quasi Statusanrecht darauf hat, in einer bestimmten Schicht anzugehören, und das Schlimme ist, wenn man da verunsichert wird, etwas anderes ist, als sozusagen, wenn man auch diese Statussicherheit unten hat. Und ich glaube, den Unterschied muss man schon auch nochmal markieren. Also das ist so ein Punkt, wo ich auch etwas Schwierigkeiten habe, diese Statusverunsicherung von vornherein jetzt nur als ein Problem zu sehen, weil es auch eine Kehrseite dabei gibt. Das war dieser Punkt. Das hat übrigens auch damit zu tun, das finde ich für prekäre Lagen heute sehr bezeichnend, das, was man in der Soziologie mit Statusinkonsistenz bezeichnet. Das heißt, manche machen die Erfahrung, dass sie beim Arbeitsamt aufgerufen werden, weil sie ein Arbeitslosengeld beantragen, sie werden aufgerufen mit Herr Doktor, kommen Sie doch bitte rein. Und da haben sie andere um sich herum und es ist ein bisschen die Frage, findet man das jetzt ulkig? Geht man jetzt davon aus, dass der Arbeitsvermittler, der einen aufruft, das einfach nur so sagt, oder ist das eine gewisse Häme dabei, oder was denkt sich derjenige, der so aufgerufen wird? Also das als ein Beispiel dafür, diese Statusinkonsistenz. Man macht eben als Akademiker oder so auch die Erfahrung von solchen Situationen, in die man eigentlich klassischerweise ja nicht hingehört. Das ist so die klassische Vorstellung. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die sehr weit verbreitet ist, die stark ein wichtiger Aspekt dieses Prekaritätsphänomens ist. Ein vierter Punkt, ich würde gerne diese... Wenn man über Prekarisierung redet, dann diskutiert man meistens über die Arbeit als Beschäftigungsverhältnis. Das heißt, hat man Arbeit, hat man keine Arbeit, ist die Arbeitsplatz sicher oder nicht. Und ich glaube, was man leicht vergisst oder wo man, glaube ich, die Perspektive erweitern sollte, ist die Frage, was bedeutet denn ein solcher unsicherer Beschäftigungsstatus für die Qualität der Arbeit selbst? Und da kann man ja beobachten, dass Leute, die jetzt nur befristet oder in Leiharbeit beschäftigt sind in Unternehmen, dass die in der Regel auch die schlechtere Arbeit kriegen.
Und zwar schon ganz einfach deswegen, weil auch von Seiten des Unternehmens her es ziemlich unökonomisch wäre, in die jetzt lange Anleihenzeiten und so weiter zu investieren, wenn man gar nicht weiß, wie lange die da sind. Sie werden auch entsprechend in der Arbeitsverteilung in Teams und so weiter entsprechend behandelt. Das heißt, diese Prekarität des Beschäftigungsverhältnisses hat eine starke Auswirkung darauf auf die Qualität der Arbeit. Das bedeutet zweitens, dass diejenigen, die unter solchen Bedingungen in Unternehmen mit anderen Beschäftigten zusammen sind, da komme ich auf mein Eingangsbild mit dem Mitleid mit denen da draußen, dass die irgendwie auch nicht richtig dazugehören, dass sie ständig die Erfahrung machen, dass sie ja irgendwie möglicherweise dieselbe Arbeit machen, aber irgendwie anders markiert sind. Leiharbeiter haben häufig noch eine andere Kleidung, wenn sie von der Firma oder die als per Werkvertrag in Firmen sind, eine andere Kleidung. Es sind als solche markiert, die eine andere Art von Arbeitsvertrag haben. Sie unterliegen häufig nicht denselben Regeln, zumindest nicht den informellen Regeln und so weiter. Das heißt, die Zugehörigkeit ist so eine Sache und sie werden eventuell auch eben nicht zu Betriebsfeiern oder irgendwie nicht dazu eingeladen, weil sie streng genommen natürlich auch nicht dazugehören, wenn man so will. Und das breitet sich immer mehr aus durch diese sozusagen Fragmentierung auch von Arbeitgebern, die, also von Beschäftigten, die verschiedenen Arbeitgebern angehören, aber eigentlich im gemeinsamen Kontext zusammenarbeiten. Und zeitlich bedeutet das eben auch, dass man eigentlich Schwierigkeiten hat, sich mit einer Arbeit zu identifizieren, sich die wirklich anzueignen, sich da sozusagen eine Berufs- und Arbeitsidentität zu entwickeln, wenn man nicht sicher sein kann, dass man die auch länger macht, sondern das sozusagen immer unter Vorbehalt macht. Ich bin jetzt hier mal ein halbes Jahr und dann weiß ich nicht, vielleicht geht es weiter, aber vielleicht mache ich auch was anderes. Also es wirkt sich auf die Haltung zur Arbeit aus. Und an der Stelle hätte ich übrigens dann auch eine gewisse Skepsis, ob das Beschäftigungsverhältnisse sind, die wirklich als verallgemeinerungsfähig gelten können. Also können wir uns wirklich Organisationen und Unternehmen vorstellen, die nur mit einer solchen vorbehaltlich denkenden und handelnden Belegschaft arbeiten. Das kann man sich nicht wirklich vorstellen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir da auch sozusagen dieses Verhältnis sehen, dass diese prekäre Beschäftigung immer ein Teil ist eines Gesamten, wo es auf der anderen Seite die relativ geschützten Beschäftigungsverhältnisse nach wie vor gibt. Und das muss man, glaube ich, zusammen sehen. Damit komme ich zu einem fünften Punkt. Da habe ich allerdings tatsächlich einen Dissens. Sie haben das so dargestellt, dass der enge Prekaritätsbegriff, für den ich ja ein gewisses Faible hätte, dass der in den Massenmedien dargestellt wird, um das Problem zu verharmlosen. Und demgegenüber ist ein weiter Begriff, derjenige Euromedienbewegung und so weiter, ein gegenhegemonialer. Meine Erfahrung ist ein bisschen anders. Ich mache zum Beispiel die Erfahrung, dass wenn man kritisch formuliert, etwa gegenüber Journalisten, um bei den Massenmedien zu bleiben, dass man ja heute sozusagen so eine unsichere Beschäftigung hat und dass die Menschen heute so häufig den Job wechseln müssen und so weiter. Das entspricht eigentlich einem Diskurs, den Ihnen jeder in der Presse erzählen wird. Es gilt als Selbstverständlichkeit, entgegen übrigens vielen empirischen Daten, es gilt als Selbstverständlichkeit, dass man heute nicht mehr so lange beim Arbeitgeber ist, dass alles immer flexibler wird, die Beschäftigungsverhältnisse kurzfristiger werden und so weiter, ist irgendwie nicht falsch, aber es ist nicht wirklich völlig von den Daten gedeckt, weil es eben diese Spaltung im Grunde gibt. Und man hört dann sozusagen das wiedergegeben und zwar in einer Art und Weise, wo dann der Journalist daraus macht, so ist das heute und da müssen wir uns drauf einstellen. Und bei Studierenden höre ich dann, ja, das ist so, das muss ich lernen, dass man so lebt. Und dann ist nämlich dieser Diskurs, kriegt er plötzlich, der kritisch gemeint ist, kriegt er plötzlich einen anderen Drall. Er kriegt nämlich den Aspekt, dass das sozusagen die Beschreibung der Realität ist, mit der Folge, dass die Leute meinen, ja, wenn sie überleben wollen, dieser Gesellschaft Karriere machen wollen, müssen sie sich entsprechend verhalten. Und dadurch, dass ausgeblendet wird, dass es eben andere Beschäftigungsformen, Beschäftigungsverhältnisse auch gibt und dass diese Entwicklung gar nicht so überall ist und so ausweglos und so verallgemeinerbar, wird sozusagen eigentlich, würde ich sagen, gegen wer eher gehemmt, weil es gilt quasi als unentrinnbar. Und das hat auch eine politisch gesehen eine problematische Seite. Also da würde ich sagen, es gibt sozusagen, glaube ich, sowohl eine Affirmative für diese Gesellschaft, sagen wir mal, Verwendung des engen Prekaritätsbegriffs, wie aber auch eine des weiten Prekaritätsbegriffs. Der eine ist nicht sozusagen der politisch sozusagen besser als der andere, meines Erachtens. Gut, ich weiß nicht, ob ich 10 Minuten habe, ich glaube einigermaßen, ne? Dann ja. Mache ich dann mal Schluss. Wir können ja weiter diskutieren. Ja.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Kommentare, für den Vortrag. Ich habe mir wahnsinnig viel hier aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob es Ihnen genauso geht. Wir haben eigentlich vereinbart, dass wir die Diskussion jetzt einfach direkt ins Publikum geben, wenn Ihnen das recht ist, weil wir jetzt wirklich sehr lange hier auf dem Podium geblieben sind und Sie lange durchgehalten haben. Und ich würde Sie einfach direkt, wenn Sie nicht direkt sagen wollen, ich möchte jetzt unbedingt darauf antworten, würde ich dann dem Publikum die Chance geben, direkt Nachfragen zum Vortrag oder zu den Kommentaren oder unterstützende Kommentare zu haben. Ja, mein Name ist Trivoko. Frau Aulenbacher, Sie haben die Definition bzw. den Ausdruck Normalarbeitsverhältnis eingeführt. Wenn man hier im Raum fragt, kriegt man wahrscheinlich 10 Antworten, was das sein könnte, oder 50. Im Gesetz habe ich das auch nicht gefunden, das Wort Normalarbeitsverhältnis. Gibt es denn in der Wissenschaft irgendwo eine einheitliche Definition dafür? Gibt es sonst noch Fragen? Vielleicht können wir erstmal ein bisschen, wie sonst, sagen, dass Sie vielleicht direkt darauf antworten. Eine einheitliche Definition nicht, aber eine fast einheitliche. Also es hat die Tradition der frühen Arbeiterbewegung, also den Kampf um den Normalarbeitstag. Und es geht um eine geregelte Arbeitszeit, sowohl was die Dauer als auch die Lage der Arbeitszeit angeht. Und es geht um eine letztlich auch tariflich abgesicherte ein tariflich abgesichertes Arbeitsverhältnis. Also das sind sozusagen die Kernstücke. Und das war eben sehr typisch für den Fordismus, hat als Norm und Institution breite Ausstrahlungskraft gehabt, galt aber im Fordismus auch keineswegs für alle. Also es war eigentlich die klassische Form, die im Fordismus sich die einheimischen männlichen Mittelschichten etabliert hatten. Andere konnten teilnehmen, waren aber weit weniger integriert als dieser Teil der Bevölkerung. Meine Frage geht darum, ob Sie was dazu sagen können, inwiefern sich die Definition von Prekarität oder prekären Arbeitsverhältnissen zwischen verschiedenen Gesellschaften stark unterscheidet, weil ich habe jetzt den Eindruck, dass wir in erster Linie um die in Anführungszeichen westliche oder europäische und amerikanische Gesellschaft gesprochen haben, und ich könnte mir vorstellen, dass in vielen anderen Teilen der Welt auch die Wahrnehmung dessen, was ein prekäres Arbeitsverhältnis ist und damit auch die Unsicherheit, die damit einhergeht bei dem Arbeitnehmer, eine ganz andere ist. Und genau, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen dazu schon mal was geforscht hat oder dazu was sagen kann. Also nur ein Satz, vielleicht können ja alle was dazu sagen. Nur einen Satz, Sie haben ja vielleicht auch in den Medien entnommen, dass die Internationale Arbeitsorganisation ihre Ergebnisse einer globalen Beurteilung veröffentlicht hat, der zufolge weltweit drei Viertel keine abgesicherte Vollzeitstelle mit einem sicheren Gehalt haben. Das ist jetzt, es ist natürlich sehr schwer, sowas zu beurteilen. Ich weiß gar nicht, ob man das seriös überhaupt sowas untersuchen kann, global. Aber was der Begriff der Prekarisierung schon, es wurde darauf hingewiesen, leistet, ist sicher nicht ein Allzweck-Analyse-Tool für alle Gesellschaften dieser Welt zu sein, und zwar deshalb, weil er eben ein relationaler Begriff ist. Also Prekarisierung heißt immer Prekarisierung von vormals weniger prekären oder eben Normalarbeitsverhältnissen, das heißt von weniger prekarisierten Verhältnissen, was natürlich nicht heißt, wie Frau Auenbacher zu Recht gesagt hat, dass es damals zum Beispiel im Fordismus, also das heißt in den keynesianischen wohlfahrtsstaatlichen Regimen der Nachkriegszeit, die ja auch einen bestimmten globalen Ort hatten und natürlich nur im Westen Europas und zum Teil in Amerikas eingeführt wurden, dass man in diesen Gesellschaften von Prekarisierung sprechen kann. Während man, glaube ich, den Begriff überdehnen würde, ich weiß nicht, ob wir uns da einig sind, wenn wir den Begriff auf andere Gesellschaften ausdehnen. Deshalb würde ich eben keine globale Untersuchung zu Prekarisierung, zu diesem Begriff der Prekarisierung
machen. Mit Sicherheit würde ich sie nicht in Ländern machen, in denen niemals ein Sicherheitsregime, ein soziales Sicherheitsregime eingeführt worden ist. Aber ich würde das noch gerne ergänzen. Ich fand diese, was war das, OECD-Studie oder ich weiß nicht mehr, fand ich auch ziemlich irritierend, weil es auch suggerierte, als sei das erstens was Zunehmendes und Neues. Und weil mir auch die Kriterien gar nicht klar waren. Also ich kann vielleicht was sagen aus einer Erfahrung, die ich jetzt ein bisschen in Brasilien gemacht habe, wo ich da nicht direkt zu geforscht habe und mich mit der Frage beschäftigt habe. Und in Brasilien würde man sagen, kann man das von zwei Richtungen beobachten. Auf der einen Seite gibt es, was typisch ist, glaube ich, für viele dieser Länder, gibt es einen, sagen wir mal, relativ hochtechnisierten Bereich, wie hier auch. Dort gibt es vergleichbare Normalarbeitsverhältnisse, etwa bei Mercedes oder VW und so weiter in Sao Paulo. Und dort gibt es zunehmend das, was wir hier auch kennen als Prekarisierung, Leiharbeit und Ähnliches. Gerade in Brasilien ist derzeit eine politische Auseinandersetzung darum, weil sie sowas wie Leiharbeit, man kann es jetzt nicht gleich übertragen, jetzt auch gesetzlich erweitern wollen. Das könnte man sagen, ist vergleichbar mit hier. Wenn man das aber insgesamt im Land betrachtet, ist natürlich die Arbeit in Brasilien und ähnlichen Ländern hauptsächlich dadurch bestimmt, dass es hauptsächlich informelle Arbeit gibt. Das heißt, es sind Straßenhändler, das sind Leute, die irgendwie als Hausangestellte arbeiten, zu Bedingungen, wo man gar nicht an einen Arbeitsvertrag in dem Sinne denken kann, wo Kleingewerbetreibende irgendwie Leute beschäftigen und so weiter nach gar nicht formalisierten Arbeitsbedingungen, Arbeitsverträgen. Und da würde man sagen, wenn man dort einen prekären Arbeitsvertrag in unserem Sinne, eines befristeten Arbeitsvertrages bekommen werden, wäre das der erste Schritt in die formale Arbeit und wäre ein großer Fortschritt und ist es für viele auch. Also das wäre aber eine andere, also es sind so ein, wenn man die formalen Kriterien überträgt, ist es für viele Bereiche in Brasilien und ähnlichen Ländern ein richtiger Fortschritt. Und das ist nun nicht das, was wir meinen. Insofern finde ich den Begriff verwirrend, wenn man ihn auf solche Länder in dieser Weise einfach so übertragen würde. Ja, ich kann das vielleicht noch kurz ergänzen. Also ich habe jetzt letztes Jahr ein Sammelband der sozialen Welt herausgegeben, also einer soziologischen Fachzeitschrift, und dort waren 40 Autorinnen rund um die Welt beteiligt. Und ein Augenmerk lag auch auf den großen Schwellenländern. Und das finde ich ein interessantes Phänomen, weil wir hier erhebliche Ungleichzeitigkeiten haben. Also es wird dort durchaus von Prekarität gesprochen, also beispielsweise Chile, Costa Rica, Südafrika, Argentinien, in dem Sinne, wie du das jetzt auch schon gesagt hast, Stefan, also es gibt da durchaus vergleichbare Beschäftigungsverhältnisse in manchen Bereichen. Aber ich finde was anderes ganz interessant, und das sollte uns zu denken geben. Das sind nämlich Länder mit einem Wohlfahrtsstaat im Ausbau. Und das heißt, wir haben dort auch das Phänomen einer Abmilderung von Prekarität. Also dass durchaus von Prekarität im Sinne eines prekären Lebens die Rede ist als der Normalzustand. Und dieser Normalzustand jetzt sozialstaatlich anders bearbeitet wird. Beispielsweise in Südafrika nach der Apartheidspolitik. Beispielsweise jetzt ein großes Thema ist die Vergabe von Grants für Teile der Bevölkerung, die vorher überhaupt keine Möglichkeit hatten, in diese Sozialleistungsvergabe reinzukommen. Also wir haben ein Stück weit eine gleichzeitige Entwicklung in eine ganz andere Richtung. Ja, vielen Dank. Wir haben hier vorne, glaube ich, eine Menge. Ja, Alexandra Manske mein Name. Ich danke Ihnen allen dreien sehr herzlich für die Eingaben. Ich fand es wirklich sehr, sehr inspirierend und anregend. Und habe aber vielleicht so zwei, drei Punkte, die ich dann auch in einer pointierten Zuspitzung vielleicht mal sagen möchte, um den Dissens hier noch ein bisschen anzufeuern. Und dann fange ich eigentlich direkt mal mit meinem zweiten Punkt an, den ich mir überlegt hatte, weil der mein grundlegender Dissens ist. Ich finde den Begriff der Prekarisierungsgesellschaft nicht sehr gut geeignet, um die derzeitigen sozialen Wandlungsprozesse zu beschreiben. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Der wichtigste ist sicherlich der, dass mit diesem sozusagen 360-Grad-Begriff eine Form von Gesellschaft beschrieben wird, oder sagen wir mal andersherum, die Polarisierungsprozesse, die wir in unserer Gesellschaft beobachten, die meines Erachtens die eigentlich dramatischen sind,
diese sozialen Polarisierungsprozesse und die Zuspitzung von sozialen Ungleichheiten wird mit diesem allgemeinen Begriff der Prekarisierungsgesellschaft kaschiert, aber ich würde sogar sagen vertuscht. Und ich bin sicherlich auch in vielen Dingen mit Ihnen einig da drin, Herr Marchert, und vor allem aber auch darin einig, dass Sie so ganz nonchalant, charmant gesagt haben, Sie finden schon ungleichheitssoziologische Untersuchungen sind weiterhin notwendig. Da bin ich eine große Freundin von und denke, gerade wenn man sich empirisch mit den Entwicklungen beschäftigt, kann man nicht davon sprechen, dass wir insgesamt in einer Prekarisierungsgesellschaft leben, sondern wir leben in einer Gesellschaft, in der sich die sozialen Gegensätze zwischen Arm und Reich, zwischen Arbeit haben und Arbeit nicht haben, in den letzten 20, 30 Jahren enorm, enorm zugespitzt haben. Und dieser allgemein wie richtige Begriff führt uns da, finde ich, wirklich auf den falschen Pfad. Und da bin ich dann eigentlich auch bei meinem zweiten Punkt, weil ich denke auch diese Anleihe, diese ehrenwerte Anleihe bei Pierre Bourdieu oder bei Robert Castel von einer Kontroll- und Disziplinargesellschaft zu sprechen, Klaus Dörre wird uns das morgen sicherlich auch nochmal erklären, kaschiert oder unterminiert im Grunde genommen diese Freiheitszugewinne, die Sie ja jetzt auch reklamiert haben und die Brigitte Aulenbacher, finde ich, eben auch nochmal ganz zu Recht ebenfalls betont hat. Denn wenn wir in einer Kontroll- und Disziplinargesellschaft leben, dann sind wir im Grunde genommen, das ist die These von Pierre Bourdieu wie von Robert Castel und in Abwandlung auch Boltanski-Chapello, dann sind wir im Grunde genommen unterworfene, strukturell unterworfene Subjekte oder uns in Komplizenschaft mit dem flexiblen Kapitalismus begebende, selbst unterwerfende Subjekte. Da ist nicht mehr viel Spielraum für Autonomiezugewinne. Und der dritte Punkt, ich mache es jetzt kurz, der dritte Punkt, den ich anmerken möchte, ist, dass mir jetzt gesamt die Diskussion gezeigt hat, dass der Begriff der Prekarisierung doch nochmal einer weiteren Differenzierung bedarf, meines Erachtens, und zwar sehr wohl einer, ich sag mal, milieuspezifischen Differenzierung oder einer Differenzierung nach sozialen Zonen. Brigitte Aulenbacher hat ja ganz vehement gesagt, Freiheitszugewinne ergeben sich nicht aus Prekarisierung. Ich werde ja morgen was über Kreative zwischen, wie heißt es, Autonomie und Unternehmertum erzählen. Und gerade an diesem Beispiel zeigt sich ja, dass wir in diesen Kreativindustrien die krasse Ambivalenz haben zwischen einerseits strukturell oktroyierter Prekarität und andererseits natürlich gewissermaßen selbstgewählten prekären Verhältnissen, was ja Isabel Loray dann zur Selbstprekarisierungsthese verleitet hat, meines Erachtens. Und diese Ambivalenz haben wir, glaube ich, in sehr niedrig qualifizierten Bereichen, bei jetzt neu selbstständigen Bauarbeitern meinetwegen oder Minijobberinnen, ehemaligen, die jetzt per Werkvertrag bei einem Supermarkt angestellt sind, die haben, glaube ich, diese Form von Ambivalenz nicht, weil das eine viel, viel stärkere, weil da tatsächlich strukturelle Zwänge in einer anderen Art und Weise nochmal herrschen. Also insofern würde ich ganz stark dafür plädieren, der Begriff der Prekarisierung als Gesamtgesellschaftsformation nicht zu benutzen, aber ihn sozusagen sozial zu differenzieren zwischen sozialen Schichten und sozialen Klassen. Darf ich mich da ganz kurz einmal einhaken? Nein, weil ich genau auf den Punkt auch nochmal vielleicht eingehen würde und vielleicht eine Unterscheidung irgendwie machen würde, ob man nicht auf der einen Seite sagen könnte, wir haben es irgendwie in einer Prekarisierungsgesellschaft dort zu tun, wo man von sowas wie dem Geisteskapitalismus spricht, also von einer Regulationsform, also irgendwie einer gesamtgesellschaftlichen Ansprache, von einer gesamtgesellschaftlichen Anrufung, sich in einer bestimmten Form zu verhalten, nämlich flexibel, mobil und so weiter. Und wir es aber auf der anderen Seite irgendwie mit einer materiellen Dimension zu tun haben des Kapitalismus, die eben ganz klar noch polarisiert ist, die ganz klar milieuspezifische Unterschiede hat. Und ob man nicht da eine Unterscheidung machen muss, und ob Sie da nicht irgendwie den Geist des Kapitalismus mit dem Kapitalismus selbst verwechseln oder vielleicht irgendwie zu stark in Einklang bringen. Also jetzt kommt es eigentlich. Also dieses Gewitter hatte ich eigentlich schon vorher am Podium erwartet. Aber wie soll ich sagen? Ich würde Folgendes sagen. Ihr Vorwurf war, dass
das Panorama der Prekarisierungsgesellschaft, die soziale Polarisierung, mit der wir konfrontiert sind, überdeckt. Ich bin mir da nicht so sicher, denn die Funktion dieses Panoramas, das hatte ich eingangs gesagt, ist es ja eben nicht, einen Alleinerklärungsanspruch in Bezug auf soziale Veränderungen zu erheben. Ich habe deswegen mich auch auf diese Latoursche Idee des Panoramas bezogen, weil auch für Latour klar ist, dass es ganz viele Panoramen geben kann. Und dass die auf derselben Ebene wie durchaus auch empirische Untersuchungen angesiedelt sind. Er hat so eine flache Ontologie, wo sozusagen die 360-Grad-Abbildungen des Raums nicht höher angesiedelt sind, wie man sich das vielleicht vorstellt, klassisch metaphysisch, ja, das ist jetzt irgendwie wichtiger als konkrete empirische Untersuchungen, das ist die Königsdisziplin oder so, solche Panoramen zu entwerfen. Also das wäre alles andere als meine Einstellung dazu. Insofern, glaube ich, trifft dieser Vorwurf nicht so richtig. Was natürlich trifft, ist, dass ich selber ja meine empirischen Untersuchungen diskursanalytische Untersuchungen sind und wir auch in dem Projekt, aus dem das alles entwickelt wurde, auch einen ethnografischen Teil hatten. Wir uns aber bewusst entschieden haben, zunächst mal nicht die reale soziale Lage der Menschen, zum Beispiel in der Euromaidan-Bewegung, zu untersuchen, sondern deren Selbstpositionierung zu untersuchen. Wir sind also nicht zu denen nach Hause gegangen und haben untersucht, ob das auch stimmt, was sie uns erzählen. Uns geht es eher um die diskursive Konstruktion dieses politischen Subjekts, des Prekariats und die Konstruktion natürlich dieses allgemeinen oder umfassenden Begriffs von Prekarisierung. Mein Punkt wäre, dass diese Idee einer umfassenden Prekarisierung eben gerade nicht ausschließlich sozialwissenschaftlich gewonnen ist, sondern selber auch aus einem Interaktionsverhältnis mit sozialen Bewegungen gezogen wurde. Das könnten wir dann nochmal diskutieren. Tatsächlich stimmen Ihnen auch zu, dass die allzu starke Abgrenzung von Gewerkschaften auch problematische politische Effekte erzeugt. Aber natürlich im Zuge der Entwicklung dieser Bewegung klar war, denn die Gewerkschaften, zumindest in manchen Ländern, mussten sich ja bewegen. Die hatten das ja noch gar nicht auf dem Schirm. Wir sprechen ja von Anfang der 2000er Jahre, diese Bewegung entstanden ist. Und deswegen wurde ihnen der Tag der Arbeit abspenstig gemacht. Also es wurde ja bewusst auch, man könnte es ja auch als Kommunikationsraum verstehen, in dem an dort, wo die Gewerkschaften demonstrieren, zugleich eine andere Positionierung, eine andere öffentliche Positionierung sichtbar gemacht wird, um hier auch sozusagen die Gewerkschaften auf was hinzuweisen. Und das hat inzwischen ja zum Teil auch funktioniert, natürlich nicht nur durch die Euromaidan-Bewegung, aber das war sozusagen eine politische Artikulation, ein Hinweis auf eine Entwicklung, auf die die Gewerkschaften natürlich ohnehin früher oder später reagieren mussten. Also das nur mal, um sozusagen den Anspruch dieser Theorie nochmal zu markieren, dass der keineswegs so hochgehängt ist, wie Sie vielleicht glauben oder mir unterstellen. Und der zweite Punkt ist, dass ich tatsächlich zustimme, dass Freiheitsgewinne natürlich nicht für alle zu verbuchen sind, die von Prekarisierung oder Flexibilisierung betroffen sind. Das ist ganz klar. Aber auch da bin ich zwar der Meinung, dass das in der Selbstkritik der sozialen Bewegung mit aufgenommen wurde. Ich habe es am Beispiel dieser Debatte um die migrantische Putzfrau, die in der Bewegung selber abläuft, diskutiert oder zumindest angedeutet, dass die Bewegung sich selbst durchaus der Tatsache bewusst ist, dass man in sehr unterschiedlichen sozialen Lagen von Prekarisierung getroffen werden kann und dass es sehr unterschiedliche Effekte hat und manche davon sind mit Freiheitsgewinn verbunden und andere eben nicht. Also ich glaube, also eine Blindheit dieser Frage gegenüber, glaube ich, kann man auch, also der Bewegung oder beziehungsweise auch meiner Analyse der Bewegung da nicht unterstellen. Jetzt komme ich in die Situation, dass ich ihn verteidigen will. Und zwar finde ich, dass dieser Aspekt der Verallgemeinung, dass der wirklich was, also der Normalitätsstandards, die aufgeweichen und so weiter, das will ja auch mit diesem Begriff mit transportiert werden, dass ich den in der Tat wichtig finde. Also die Polarisierung sehe ich auch so, aber trotz dieser Polarisierung gibt es so etwas wie eine Verallgemeinerung dieser Verunsicherung und so weiter.
Das heißt, das, was wir jetzt zum Beispiel in dieser Untersuchung auch beobachtet haben, das uns viele erzählt haben, sie würden ja gerne, also der gesicherten Beschäftigten, sie würden ja gerne mal den Arbeitsplatz wechseln, weil es ihnen eigentlich da nicht gefällt, aber sie haben Angst, auf den Arbeitsmarkt zu treten, weil sie da nur zu schlechteren Bedingungen wahrscheinlich wieder eine Arbeit finden und schlechtere Entlohnung, wenn sie wieder anfangen woanders oder ein befristeter Vertrag, und das ist sehr, sehr riskant. Und das heißt, formal betrachtet könnte man sagen, gut, die haben ja eine gesicherte Beschäftigung, Daimler-Benz irgendwie, ne, mehr oder weniger beamtenähnlich und so weiter, wenn man da einmal längere Zeit ist. Aber das haben die nicht unbedingt so empfunden, sondern für sie wäre es ein Freiheitsgewinn, wenn sie eigentlich einen Arbeitsmarkt vorfinden würden, der nicht von Prekarität auch bestimmt ist. Und das ist so eine Art, wo diese Aufweichung der Normalitätsstandards sich auch für die im System auswirken. Das Schwierige bei dem Begriff ist, dass sozusagen beides irgendwie richtig ist. Also ich finde auch, wir müssen sagen, es gibt eine zunehmende Polarisierung und der Prekarisierungsgesellschaftsbegriff, mit dem habe ich auch ein Problem, wenn er sozusagen ja doch irgendwie beansprucht, das ist die zentrale Kategorie, mit der man unsere Gesellschaft beschreiben kann. Ja, 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 genau. Aber sozusagen, es ist beides irgendwie richtig. Es ist diese Beschreibung von Prekarisierung als eine Aufweichung von bisherigen Standards, der ist richtig beschrieben und der geht über eine bestimmte Zone hinaus. Deswegen wäre die Zurückweisung, dass Prekarisierung ein Problem ist, nur von denen, die jetzt zu einer bestimmten problematischen Unterschicht oder besonders prekär beschäftigten Schicht gehört, fände ich nicht richtig. Aber ich finde auch, dass der Prekarisierungsgesellschaftsbegriff tatsächlich sehr einseitig ist, und zwar in vielerlei Hinsicht, weil er auch im Begriff, Sie haben das auch wieder gesagt, es gibt sozusagen diese Optionenerweiterung und mehr Autonomie in der Arbeit. Aber der Begriff transportiert das halt nicht, sondern der Begriff transportiert die negative Seite dieser Entwicklung. Und das geht, glaube ich, auch an der Selbstbeschreibung und Selbstverständnis vieler derjenigen vorbei, die in diesen Beschäftigungsverhältnissen arbeiten. Ich wollte auch zu dem Thema, eben wo wir das mit den Schwellenländern hatten, noch eins sagen. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft, genau wie diese Gesellschaften dort, sich hinbewegen auf eine Dualität von relativ gesicherten Zonen von Beschäftigung, von Technologie und so weiter und daneben von Zonen, wo dies nicht der Fall ist. Und das gilt genauso für, in China kann man das wunderbar beobachten, es gibt hochmoderne Bereiche und es gibt daneben also Bereiche, die sind noch ganz weit zurück und mit den Arbeitsqualität und so weiter und Beschäftigungssicherheit, das ist genauso. Sodass ich glaube, man muss in allen diesen Gesellschaften diese Dualität im Blick haben. Das ist nicht nur die Polarisierung von Arm und Reich, sondern Reich und Arm, sondern es ist sozusagen auch, diese Gesellschaften driften auseinander, weil auch räumlich und so weiter die Zonen sich sehr unterschiedlich entwickeln oder die Branchen sich sehr unterschiedlich entwickeln. Und jeder Verallgemeinungsbegriff für eine Gesellschaft in einem bestimmten Land ist, glaube ich, immer problematisch. Ja, ich wollte noch mal doch in etwas vehementer widersprechen bei dir, Alexandra, und auch noch mal bei Ihnen, Herr Marchert. Noch mal zu diesem Thema Prekarität und Freiheitsgewinne. Also ich plädiere noch mal sehr stark dafür, dies nicht mit Prekarität in Verbindung zu bringen. Also wir müssen uns vielleicht darüber verständigen, was Prekarität ist. Also Prekarität war jetzt in der Diskussion, wie wir sie hier geführt haben, oder im Verlaufsform Prekarisierung als Verunsicherung, als existenzielle Verunsicherung thematisiert. Einen sehr gängigen Prekaritätsbegriff, dem ich mich auch anschließen würde, ist ein vierdimensionaler, nämlich eine partielle Einschränkung der ökonomischen, der kulturellen, der sozialen und der politischen Teilhabe. Wenn ich diese zwei Momente unter Prekarität oder Prekarisierung fasse, also existenzielle Unsicherheit und Beschränkung der gesellschaftlichen Teilnahme im weitesten Sinne, sehe ich nicht, wie daraus Freiheitsgewinne zu schlagen sind. Ich sehe was anderes sehr wohl, aber das kann ich nicht als Prekarität fassen. Ich kann zum Beispiel nachvollziehen, wenn du, Alexandra, sagst, da werden Ansprüche geltend gemacht, da wird eine Arbeit ambivalent besetzt und dafür wird auf etwas anderes verzichtet, was in dieser Gesellschaft möglicherweise hohe Geltung hat, beispielsweise Geld, Status oder Ähnliches, um inhaltlichen Ansprüchen zu folgen. Das würde ich nicht als Prekarität fassen.
Ich glaube, das ist sozusagen was ganz anderes, ob ich mich entscheide, einen solchen Weg zu gehen, für den eine bestimmte Teilhabe steht, oder ob ich aus etwas, was mir Teilhabe verwehrt, versuche, Freiheitsgrade zu schlagen. Dann gibt es hier erst einen Applaus. Ich habe hier noch verschiedene Fragen, ich glaube noch 5 Fragen hier. Wir bewegen uns ja jetzt so ein bisschen vielleicht haben wir so 2 Felder, die wir gerade in der Diskussion haben, nämlich einerseits, irgendwie ist dieser Begriff der Prekarisierungsgesellschaft eigentlich einer, der irgendwie zu global ist, um bestimmte soziale Phänomene noch beschreiben zu können, und auf der anderen Seite die Frage, ist er vielleicht auch nicht geeignet, um bestimmte Formen des sozialen Ausschlusses oder der sozialen Desintegration wirklich zu fassen, weil er sozusagen zu stark von der Idee der Arbeit begriffen wird, und Sie hatten ja gerade die 4 Dimensionen genannt. Also das wäre so ein bisschen die eine Fragestellung. Die andere Fragestellung wäre wahrscheinlich die, dass wir es immer noch mit der Frage zu tun haben, wie verbindet sich eigentlich eine bestimmte Form der Prekarisierung mit einem bestimmten Freiheitsbegriff. Ich glaube, das sind so 2 Dimensionen, die, glaube ich, aber auch in der Diskussion morgen und auch in der Abschlussdiskussion sehr interessant sein können. Vielleicht als kurzes Zwischeneinput. Genau, da vorne die Frage. Ja, mein Name ist Ortrud Seifert und ich habe 3 Fragen, wobei 2 einfach nur Begriffsfragen sind. Also ich bin keine Soziologin und wollte gerne nochmal mich zurückversichern, was ist Buddhismus und was sind terroristische Verhältnisse? Die Begriffe sind mir nicht bekannt. Und die 3. Frage ist, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also ich habe das Gefühl, dass hier im Raum sehr viele junge, sehr gut ausgebildete Menschen sind. Und ich habe den Eindruck generell, dass von diesem Phänomen des Prekariats immer mehr junge, gut ausgebildete Menschen betroffen sind. Die Frage an die Referenten, können Sie das aus Ihren Forschungsergebnissen bestätigen? Es interessiert mich deshalb, und deswegen muss ich noch mal ein bisschen weiter ausholen. Also ich möchte dem Herrn Becker gratulieren für diese tolle Veranstaltung, die nur einen Nachteil hat, dass nicht wir sie machen. Ich bin nämlich von der Konkurrenz sozusagen, nämlich von der SPD. Oh. Ja, also trotzdem herzlich willkommen. Und ich setze mich innerhalb der SPD dafür ein, dass die sachgrundlose Befristung wieder aufgehoben wird, und bin der Ansicht, dass davon eben, und das ist jetzt die Brücke dazu, insbesondere junge, gut ausgebildete Akademiker vor allen Dingen betroffen sind, die tatsächlich in ihrer Lebensplanung völlig gehandicapt sind, weil sie wirklich nicht mehr wissen, wie sie eine Familie planen sollen. Und dass das einer der Gründe ist, weshalb die Herdprämie nicht geeignet ist, nun wirklich mehr Kinder nach Deutschland zu bringen. Also ich gehe wirklich ein auf die deutschen Verhältnisse, und ich bin überzeugt, dass wir in Deutschland die Probleme nur lösen können, wenn wir wirklich den jungen, gut ausgebildeten Menschen bessere Arbeitsverhältnisse, Beschäftigungsverhältnisse bieten können. Also die Frage ist, ist meine Wahrnehmung richtig, dass von dieser Gruppe, dass die am meisten betroffen ist? Wollen wir gleich eine 2. Frage dazu nehmen? Oder? Ja? Gab es noch? Es gibt noch einige, ja. Okay. Die Reihenfolge habe ich. Ich glaube, Mechthild, du bist dran. Mechthild? Ich glaube noch. Achso, dann. Okay, alles klar. Dann eine Reihe dahinter. Ich stelle jetzt mal eine Frage als Laien. Mich interessiert der propagierte oder der postulierte der Autonomiegewinn in Relation zu der psychischen Langzeitentwicklung der von der Prekarisierung Betroffenen. Ich würde vorschlagen, dass wir dann direkt erstmal nochmal, wenn Sie wollen, wer will antworten? Teilweise, ja. Zur sachgrundlosen Befristung. Erstmal finde ich das sehr gut, dass Sie sich dafür einsetzen. Ich glaube aber, dass die Vermutung, dass jetzt gerade die sachgrundlose Befristung speziell Akademiker trifft, so nicht stimmt. Weil der Witz bei der sachgrundlosen Befristung ist ja, dass sie keinen Grund dafür brauchen, warum jetzt diese Tätigkeit irgendwie befristet sein soll. Und das betrifft eigentlich dann in der Folge vor allen Dingen Beschäftigungsverhältnisse, die, würde ich mal sagen, auf eine Dauerbeschäftigung zur Probe hinauslaufen. Das heißt, eigentlich sind es Tätigkeiten, die längerfristig laufen.
aber man stellt erstmal für 2 Jahre oder was immer ein und dann möglicherweise in Folge immer wieder, weil man einfach die Bindung ans Unternehmen nicht haben will und weil man die Leute länger mit geminderten Rechten und so weiter zur Probe beschäftigen will. Es sind aber nicht Tätigkeiten, die an sich befristet sind. Diese, was die andere Politik betrifft, Sachgrundbefristung geradezu zu produzieren in der Personalpolitik, ist ja die Arbeit in Form von Projekten. Das Projekt ist klassischerweise sozusagen ein völlig legitimer Sachgrund für eine Befristung, etwa in der Wissenschaft. Und deswegen betreffen aber möglicherweise, ich habe jetzt keine Zahlen dazu, aber ich würde mal intuitiv sagen, dass gerade die Befristung mit Sachgrund gerade Akademiker treffen und nicht so sehr die sachgrundlosen Befristungen, die treffen sozusagen alle gleichermaßen. Also das ist jetzt aber vielleicht ein bisschen sehr speziell, aber ich glaube, damit kann man das generell trifft es, glaube ich, in unterschiedlicher Weise irgendwie quer. Da haben Sie ja recht mit der transversalen, es ist sozusagen quer zur Ungleichheitsstruktur. Es betrifft eigentlich alle Bereiche, insbesondere die, wo die Leute neu auf den Arbeitsmarkt treten und eine neue Beschäftigung suchen und so weiter. Das geht schon ziemlich quer. Wie es wahrgenommen wird, mir fällt da noch gerade eine, ich liebe ja immer so kleine Begebenheiten im Alltag, wo man so viel erkennen kann über unsere Gesellschaft. Letztens habe ich bei Aldi eingekauft und die Kassiererin bei Aldi, die wahrscheinlich formal ein Normalarbeitsverhältnis hat, würde ich vermuten, also unbefristet beschäftigt ist, zu den nicht besonders tollen Bedingungen, sprach mit einer Kollegin darüber, über einen Kunden, der gerade den Laden verlassen hatte, mit dem sie kurz gesprochen hatte. Er hatte nämlich gerade seinen Bachelor gemacht, der Kunde. Kannte sie irgendwie privat. Und sie unterhielt sich mit einer Kundin darüber oder einer Bekannten darüber, wie schrecklich es doch für diese jungen Leute ist, dass sie heute irgendwie vielleicht, er wird erstmal im Praktikum landen und so weiter und dann irgendwie befristet beschäftigt sein. Ich fand die Szene irgendwie skurril, weil das eine Aldi-Verkäuferin in ihrer Situation einen gerade fertig gewordenen Bachelor-Absolventen dafür bedauert, in welcher Lage er ist. Das bringt genau das, was ich eben mit der Status-Inkonsistenz meinte, auf den Punkt. Das ist irgendwie, deswegen haben immer beide Seiten in unserer Diskussion recht. Es ist sozusagen etwas, was alle trifft und was nicht die Unterschicht trifft, alleine. Aber es hat eine völlig andere Bedeutung, in welcher Zone man sich befindet. Wahrscheinlich findet der Bachelor-Absolvent das gar nicht mal so schlimm jetzt in der Situation, aber aus der Perspektive der Aldi-Verkäuferin ist er wirklich der Bemitleidenswerte. Und das würden wir wahrscheinlich intuitiv nicht so nachvollziehen können. Deswegen sage ich also irgendwie, Sie haben recht mit dem Transversalen, aber eigentlich bedeutet es, je nachdem, wo man ist und was man für eine Arbeit hat und in welcher sozialen Lage und Milieu man sich befindet, irgendwas sehr Unterschiedliches. Und also das vielleicht als Antwort dazu. Erstmal. Ich würde gerne noch, also weil ich fand Ihren Begriff, den Sie, glaube ich, in dem Buch nennen, nämlich eines so allgegenwärtigen Schwankens. Also ich finde den eigentlich so ein Begriff, mit dem man sich diese transversale Kategorie so deutlich machen kann, nämlich mit dem man ja auch so Sachen beschreiben kann, wie diese Statusinkonsistenzen, mit, aber auch einer generellen Form der Verunsicherung, dass man mir das Gefühl hat, die Gesellschaft ist im Ganzen irgendwie im Schwanken und zwar genau auf allen 4 Ebenen. Also was Sie auch, Frau Ollenbacher, irgendwie deutlich gemacht haben, dass es eben nicht nur eine Unsicherheit in Arbeitsverhältnissen ist, sondern auch in kulturellen, in sozialen und ökonomischen und politischen Verhältnissen, dass irgendwie die ganze Gesellschaft am Schwanken ist, aber man irgendwie doch, glaube ich, schon sagen muss, dass dieses Schwanken an unterschiedlichen Positionen der Gesellschaft größere oder kleinere Auswirkungen hat. Und ich finde, dass man das, wenn man sich das als Bild vielleicht nochmal deutlich macht, vielleicht damit auch diese beiden Begriffe der Prekarisierung, die jetzt so hier im Raum schweben, irgendwie verbinden kann, nämlich einerseits irgendwie so ein allgemeines Schwanken als Prekarisierung zu begreifen, nämlich eben eine Verunsicherung oder eben ein Erzittern irgendwie der gesellschaftlichen Verhältnisse und auf der anderen Seite aber Prekarisierung schon auch als einen Begriff, den man milieuspezifisch insofern bezeichnen kann, als dass er eben sagt, dass dieses Schwanken auf unterschiedlichen Positionen unterschiedliche Auswirkungen hat. Wäre das irgendwie was Sie unterschreiben würden? Und also wie Verbindungsversuch? Es ist überhaupt kein Verbindungsversuch notwendig, weil wie könnte man das bestreiten? Also ich wäre auch der Letzte, der bestreiten würde, dass Prekarisierung unterschiedliche Auswirkungen hat. Ich denke nur, dass dieser Begriff der Prekarisierungsgesellschaft, weil es jetzt auch nochmal angeklungen ist, nur scheinbar den Nachteil besitzt, zu grobmaschig oder grobflächig strukturiert zu sein und dann irgendwie alles darin untergeht. Ich denke, er hat im Gegenteil, gerade weil er das auf dieser Ebene einer gesellschaftstheoretischen Aussage über unsere Sozialformation als Ganzer sozusagen auf dieser Ebene anspricht, den Vorteil, nämlich gerade umgekehrt, den Vorteil, unser Augenmerk
auch an jene Stellen, die von Prekarisierung betroffen sind, zu richten, an denen wir sie sonst nicht sehen würden oder wo wir sie sogar verleugnen würden. Dass sie an jeweils unterschiedlichen Stellen natürlich und natürlich in unterschiedlichen Schichtungen unterschiedliche Effekte hat, an manchen Stellen mit Freiheitsgewinn verbucht werden kann, an anderen nicht, das ist vollkommen unbestritten. Also ich würde es überhaupt nicht leugnen, sondern ich würde eher nur sagen, insofern ist es auch kein Allerklärungsanspruch, wie ich am Anfang auch versucht habe zu deponieren. Ich will mit dem Begriff der Prekarisierungsgesellschaft nicht alles erklären. Wie sollte ich das wollen? Ich bin ja nicht größenwahnsinnig. Sondern dieser Begriff versucht, das Augenmerk auf Prekarisierungsphänomene in dieser transversalen Kondition zu lenken und ist als solches natürlich ein polemischer Gegenbegriff gegen die Reduzierung von Prekarisierung auf eine, wie ich anfangs gesagt habe, eine Gruppe von 8% oder auf ein Phänomen, das ausschließlich mit bestimmten Arbeitsverhältnissen bestimmter Unterprivilegierter zu tun hat. Insofern ein polemischer Begriff und es ist auch kein Zufall, dass diese soziale Bewegung, von der ich gesprochen habe, ebenso einen weiten Prekarisierungsbegriff ebenfalls vertritt, weil sie damit nämlich ein politisches Projekt verfolgt, das in der Allianz jener, die aus unterschiedlichen Positionen heraus von Prekarisierung betroffen sind, in dieser Allianz besteht. Also es geht darum, dass wir uns auch selber klar machen, dass wir auch selbst, wenn wir Freiheitsgewinne erzielen, weil wir gerade zufällig in einer günstigeren Ausgangsposition sind, dennoch eine ähnliche Kondition teilen mit anderen, die ebenfalls von Prekarisierung betroffen sind. Es ist ein Versuch, so ein gewisses Bewusstsein dafür zu erzeugen, dass Prekarisierung eben nicht immer nur die anderen, insofern ist das ja auch dieses Beispiel von der Aldi-Kassiererin ein wunderbares Beispiel, weil wir dazu tendieren und selbst die Aldi-Kassiererin tendiert dazu, Prekarisierung und Prekarität immer nur bei den anderen zu vermuten. Also es geht auch darum hinzuweisen, dass wir selbst auch von Prekarisierung betroffen sind, selbst wenn wir es gar nicht ursprünglich gewusst haben, wenn man so will. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, dass die Frage von Ihnen ein bisschen untergegangen ist, nämlich mit der Frage einerseits, mit welchen Autonomiegewinnen haben wir es eigentlich zu tun und stehen bestimmte, wenn ich es richtig verstanden habe, vielleicht psychische Leiden oder die langfristigen psychischen Leiden, die durch Prekarisierung oder Auswirkungen, die durch prekäre Verhältnisse erzeugt werden, vielleicht auch diesem Autonomiegewinn entgegen. Ich weiß nicht, das war, glaube ich, eine Frage, die auch ein bisschen an Sie gerichtet war. Ja. Ich habe das nicht untersucht, ne? Also die langfristigen Auswirkungen. Es ist natürlich immer davon die Rede, dass diese Angstneurotisierung des Individuums, von der ich gesprochen habe, dass sich dieser ständigen Unsicherheit und den Anforderungen, die ein unsicheres, das heißt nicht mehr planbares Leben erzeugt, natürlich psychisch niederschlägt. Natürlich hat das langfristige Auswirkungen, ich kann Ihnen das nur biografisch sagen, weil ich mich ja schon als Beamter geoutet hatte. Nach so und so vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, in der wissenschaftlichen Projektarbeit und auf befristeten Verträgen, bin ich dieses Gefühl nicht losgeworden. Also dieses Gefühl der Unsicherheit, auch obwohl ich objektiv nicht unsicher bin. Das heißt, psychisch setzt sich das noch lange fort, weil es ja auch eingeübt wurde, so wie sich die anderen, wie ich das als Selbstsubjektivierungsphänomene beschrieben habe, natürlich auch jetzt die Kinder, die neoliberal dressiert werden, auch das wird sich natürlich bis ans Ende ihres Lebens fortsetzen, genauso wie sich dieses Unsicherheitsgefühl bis ans Ende des Lebens fortsetzen. Wunderbar. Ich glaube, ich habe hier noch zwei Fragen und ich sehe so langsam auch, dass die Leute so anfangen, sich hier so die Stirn zu wischen. Es wird langsam warm, auch hier oben. Wir haben hier zwei Fragen direkt hier vorne. Ich glaube, Sie und dann Sie. Oder? Ach, da hinten. Entschuldigung. Oh, noch? Oh, Entschuldigung. Ja, hier vorne, glaube ich, und dann Sie beide. Okay, vorne. Wo? Hier. Ja. Vielen Dank. Ich hätte eigentlich nur eine kleine Verständnisfrage nochmal an Herrn Marchert. Und zwar hatten Sie ja, glaube ich, versucht, in Ihrer politischen Analyse stark zu machen, dass ein Teil der Autonomie, der durch Prekarisierung gewonnen wird, eben keiner ist, der sich per se in Verwertung umsetzen lässt, sondern halt eben in einen
politischen Freiheitsgewinn. Und Sie hatten es ja, glaube ich, gerade noch mal stark gemacht in dem Sinne, dass sich prekarisierte Subjekte halt eben auch in einem Kollektiv als gleiches politisches Subjekt setzen können. Mir ist aber noch nicht ganz klar, was für eine Form von Freiheit das dann ist, weil es erscheint mir im ersten Moment noch so, als wäre das ja, also sicherlich eine gewisse Form von Autonomie und Freiheit, aber eine sehr, sehr brutale, weil sie ja letzten Endes diese ganzen prekarisierten Subjekte darauf hinführt, dass sie sozusagen in der Angst, die sie erleben, ihre Möglichkeit, sich als politisches Subjekt zu setzen, erleben. Also, aber das zu können, die einzige Freiheit ist, also sozusagen das auch nicht unbedingt, also das wäre jetzt meine Frage, würden Sie sagen, das ist was, was sich dann auch politisch umsetzen ließe, oder ist sozusagen sich im Angesicht der Angst seiner Möglichkeiten kollektiv bewusst zu werden, sozusagen in einem gewissen heideggerianischen Sinne so der große Vorteil der Prekarisierung? Die Geworfenheit ins Prekariat, ja. Also ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Frage, weil es mir jetzt auch nochmal eine Chance gibt, kurz auf diesen politischen Aspekt nochmal klärend einzugehen. Es ist natürlich, also ganz kurz, es ist natürlich so, dass diese Freiheitsgewinne die Voraussetzung auch dafür sind, unter Aktivistinnen, also in sozialen Bewegungen, politisch zu agieren. Man hat es ja sehr oft klassischerweise auch als Argument für soziale Rechte im Wohlfahrtsstaat verwendet, nämlich ein demokratiepolitisches Argument für soziale Rechte, dass ich eine grundlegende Absicherung brauche, um überhaupt die Chance zu haben, mich an der Aushandlung der allgemeinen Angelegenheiten in der Politik als Bürger und Bürgerin zu beteiligen. Denn wenn ich sozusagen ständig schauen muss, wo überhaupt das Essen auf den Tisch herkommt, habe ich dazu keine Chance. Und jetzt ist es aber so, dass sich dadurch, dass sich dieses Arbeitsregime verändert oder verschiebt und Projektarbeit in den Vordergrund rückt, ein interessantes Phänomen entsteht, dass nämlich in sozialen Bewegungen die Aktivisten und Aktivistinnen ihren Aktivismus selber als Projekt planen. Also es ist ein Projekt, ich bin mal hier engagiert und mal da engagiert. Ich verstehe das als Projekt, dass ich zwischen meine anderen Projekte, wenn ich sozusagen in dieser Netzwerk Polis, der projektbasierten Polis, von dem Boltanski und Capello sprechen, lokalisiert bin, verstehe ich das als ein Projekt unter anderen Projekten. Also mich politisch als Aktivist, Aktivistin engagieren zu können, und sei es in Projektform, ist bereits Teil dieses Freiheitsgewinns. Die Pointe daran, finde ich, ist, dass Boltanski zu einem bestimmten Ausmaß tatsächlich zuzustimmen ist, dass wir letztlich alle unseren sozialen Planungen nach diesem Projektformat ausrichten. Er hat einen wunderbaren Text, in dem er spricht vom Projektkind. Also ich muss auch mein Kind, wenn ich eins haben will, als Projekt zwischen meinen anderen Projekten unterbringen. Und genauso ist es mit dem Aktivismus. Und ich denke aber, dass, und hier nochmal Freiheitsgewinne, was ist das Positive dran? Ich denke, es gibt keinen Grund, in ein Lamento auszubrechen, und jetzt die guten alten Tage des politischen, weiß nicht, Parteisoldaten oder so wieder zu beschwören, der als Vollzeitrevolutionär aktiv war, sondern das sind die sozialen Bedingungen, unter denen heute überhaupt politisch gearbeitet werden kann. Und ich denke, man muss sozusagen immer vor dem Hintergrund und auf der Basis der Bedingungen, unter denen gegenwärtig agiert wird, handeln und nicht eben unter imaginierten Vorstellungen. Und wenn jetzt Projektarbeit sozusagen eine Voraussetzung dafür ist, dass ich eben auch mein politisches Engagement strukturiere, dann ist es das so. Und das, daraus kann sich dann wieder eine Verschiebung ergeben, aber das spricht natürlich nicht gegen institutionalisierte Politik, um Ihren Einwand aufzugreifen. Und wir haben ja gerade, auch das ist der letzte Satz, wir haben ja gerade auch gesehen, dass in den südeuropäischen Krisenländern gerade wieder sowas, eine Rückkehr zu politischen Organisationsformen, also institutioneller Politik und parlamentarischer Repräsentation stattgefunden hat, weil man gesehen hat, dass es eben nicht hinreicht, nur öffentliche Plätze zu besetzen und dann irgendwann mal von der Polizei weggetragen zu werden. Das heißt, keine nachhaltigen Effekte. Das heißt, man muss sich, nur mein Punkt wäre es eben nicht nur in Gewerkschaften, sondern eben auch im politischen System in Form von politischen Parteien, möglicherweise auch neu gegründeten politischen Parteien engagieren.
Ich würde vorschlagen, dass wir die nächsten drei Fragen zusammenfassen, weil wir doch durchaus ein bisschen lange jetzt schon, also ich merke so, es gibt so einen gewissen Exodus. Ich würde vorschlagen, dass wir die nächsten drei Fragen zusammenfassen, wenn das in Ordnung ist, und ich würde mich selber dann nochmal einmal drauf fassen. Ich glaube, Entschuldigung. Ja, vielen Dank. Ich möchte noch einmal, Sie haben jetzt schon einiges angedeutet, was daran anschließt, auf diese politische Praxis zu sprechen kommen. Ich finde den Bezug der Begriffsbestimmung zur politischen Praxis sehr spannend und ich fand den Hinweis von Frau Eulenbacher, diese Dichotomie oder vielleicht falsche Dichotomie zwischen institutionalisierter und neuer sozialer Bewegungsform von konterhegemonialer Subjektivität zu unterstreichen, sehr wichtig. Und ich würde die These aufstellen, also ich denke, die institutionalisierten Formen von solcher Subjektivität, die haben heutzutage vielleicht zum Teil in Reaktion auf diese neuen sozialen Bewegungen, aber ich denke vor allem als Reaktion auf die Strukturwandlungsprozesse innerhalb der Arbeitsprozesse selbst, auch einiges durchgemacht an Veränderung. Und deswegen würde ich eine Lanze brechen dafür, dass jetzt nicht mehr so stark dichotom, wie Sie es, glaube ich, noch einmal jetzt auch gesagt haben, dass es sich nicht gegen die institutionalisierte Form wendet, zu stellen. Denn ich denke, daraus können wir wenig gewinnen. Ich glaube, das Feld ist heute sehr viel differenzierter. Ich denke, der Ansatz so dieser Machtressourcen und Fähigkeiten, von denen wir morgen hören werden, haben ja auch gezeigt, dass zum Beispiel Gewerkschaften gelernt haben, dass man Framing-Prozesse betreiben muss, dass man also Probleme darstellen muss, dass das nicht einfach eine Form von institutioneller Tarifvertragsaushandlung ist. Und ich würde die These aufstellen, dass wir hier ein sehr viel differenzierteres Feld jetzt antreffen, dass wir auch innerhalb der institutionellen oder quasi institutionellen gewerkschaftlichen Arbeit Arbeitskonflikte haben, die zum Beispiel entlang dieses Organizing-Modells auch nicht mehr so institutionalisiert sind, die sehr, sehr große Probleme antreffen, wenn sie dann versuchen, von der Konfliktfähigkeit im Betrieb überzugreifen auf institutionalisierte Formen der langfristigen Organisation, dass dies auch nicht mehr so ist, dass diese Fluidität also nicht mehr nur in den sozialen Bewegungen so ist, sondern eben auch in der institutionellen Arbeit. Und die Frage wäre jetzt, können wir daraus eine normativ positive Bewertung dieses doch sehr fragmentierten Feldes verschiedenen Arten von konterhegemonialer Subjektivität feststellen? Oder ist es nicht so, dass dieser Begriff, die Freiheitsgewinne, diese Möglichkeiten eigentlich einholen, sodass man sich zu stark fragmentiert und dass daraus zu starke gegeneinander gerichtete Abschottungskämpfe da sind, die nicht hilfreich sind in der Subjektivierung eines solchen Potenzials. Dann da hinten. Hallo, mein Name ist Julia Bringmann, ich bin Studentin. Ich auch nur mal ganz kurz, ich würde mich auch auf jeden Fall gegen einen Aktivismus der Projekte aussprechen. Ich glaube, dass das heutzutage in der linken Szene in Deutschland genug passiert. Und wenn man auch Aktivismus braucht, Sicherheit, um auch dann solidarisch mit anderen Bewegungen und so weiter sein zu können. Also genau, ich glaube auch die Form kann gegenhegemonial sein. Eigentlich ist meine Frage aber eine andere. Und ich fand diese ganze Diskussion, die Begriffsbestimmung von Prekarität super spannend. Einmal diese Definition als Schwanken und dann, was Frau Ornbacher ja stärker gemacht hat, dieses Prekarität als ein Zustand ohne existenzielle Sicherung, was ich finde, teilweise zusammengeht, teilweise sich aber auch wirklich widerspricht. Man könnte auch sagen, einerseits, was Frau Ornbacher auch stark gemacht hat, so dieser Unterschied zwischen Flexibilisierung und dem zwischen Prekarität. Und daran anschließend würde mich interessieren, was denn die Forderungen daran anschließend sind. Also Frau Auenbach hat ja auch gesagt, diese drei Säulen, ist es dann so, dass wenn Menschen prekär leben, das und das natürlich zusammengeht mit dem aktivierenden Wohlfahrtsstaat heutzutage, mit dem Aufbrechen der Kernfamilie, dahin wollen wir aber ehrlich gesagt auch nicht zurück. Ich finde aber, dass jetzt nur von den Postern, die ich gesehen habe, von dem bisschen, was ich weiß über die Bewegung, dass Euro Mayday, das da drin steckt, ein bisschen, dass dieses Zurück zu was Sicherem, also wie kann denn diese Sicherheit eigentlich ausgestaltet werden? Das würde mich interessieren. Und vielleicht dann nochmal rekurrierend auf diese zwei unterschiedlichen Definitionen von Prekarität, was daraus gefolgert wird. Und war jetzt ganz hinten noch. Ja.
Guten Abend. Meine Frage schließt ein bisschen daran an und ist vielleicht für den Abschluss ganz passend. Wir haben jetzt den ganzen Abend versucht, ein Problem genauer zu definieren und zu umreißen. Ich glaube, wir sind uns im Kern, in der Stimmung ziemlich einig, vielleicht in Randgebieten unterschiedlich. Meine Frage ist jetzt aber noch einen Schritt weiter. Wie können wir dieses Problem denn lösen? Was kann jeder Einzelne tun? Was muss die Gesellschaft tun? Muss ein Umdenken stattfinden? Was kann und muss die Politik tun? Läuft das auf bedingungsloses Grundeinkommen hinaus, auf Mindestlohn für Praktikanten und für Freiberufler? Welche Lösungsansätze sehen Sie da vielleicht jeder Einzelne nochmal zum Abschluss? Das finde ich sehr interessant. Ich danke Ihnen sehr, weil das steht nämlich genau hier als meine Frage auch noch drauf. Ich spitze hier noch ein bisschen zu, weil genau das würde ich, glaube ich, auch gerne zum Abschluss des heutigen Abends, zumindest auch im Ausblick auf die weitere Tagung, vielleicht nochmal von allen drei Referentinnen und Referenten hören. Wie Sie denn, also ich meine, es hängt ja davon ab, wie wir Prekarisierung beschreiben oder was wir als Prekarität beschreiben, wie wir die Lösungsstrategien einer Entprekarisierung tatsächlich begreifen. Also wenn wir so eine transversale Kategorie der Prekarisierungsgesellschaft haben, die bis in die individuellen Biografien, in unsere Freiheitsverständnisse selbst eindringt, wie sehen dann Prozesse der Entprekarisierung aus, wenn man das mal in Anführungszeichen so bezeichnen will? Ist eine ganz andere Strategie, als wenn wir einen engen Begriff der Prekarität haben oder der Prekarisierung. Also erstmal das würde ich auch gerne von allen drei hören. Vielleicht auch mit diesem Bezug zu Flexicurity, das ist ja dieser Idee, irgendwie die positiven Potenziale, da bin ich wahrscheinlich auch kritischer als Sie, der Prekarisierung irgendwie mit Konzeption der Sicherheit zusammenzudenken, was aber immer noch so ein bisschen in so eine alte wohlfahrtsstaatliche Sicherung verweist, wenn ich es richtig sehe. Also da würde ich auch fragen, also muss man nicht weiterdenken und welche Form haben Sie da im Blick? Und vielleicht auch, um es jetzt mal richtig zuzuspitzen, was heißt das denn eigentlich, oder wie würden Sie das Verhältnis zum Kapitalismus denn sehen? Also ich meine, welche Rolle spielt eigentlich tatsächlich eine kapitalistische Ordnung für solche Prozesse der Prekarisierung? Weil wir schreiben natürlich irgendwie ziemlich viel eine Symptomatik irgendwie aktueller Gesellschaftsentwicklung, also so Symptome, die aber natürlich irgendwie auch aus einem ökonomischen System resultieren, das eine bestimmte Ordnung hat. Und die Frage wäre schon, wie verhalten wir uns eigentlich dazu? Ja, gerne. Können sich aussuchen, wer zuerst. Sie? Also, vielleicht fange ich an, weil ich keine Antwort habe auf die Frage, was denn die Lösung wäre. Wir haben ja die Tagung. Ja, ja, also vielleicht finden sich die Antworten morgen. Ich sehe es auch nicht unbedingt als meinen Job, Antworten zu finden. Aber ich kann Ihnen natürlich sagen, was die Antwort zum Beispiel dieser Bewegung ist. Also da, Sie haben es schon erwähnt, ist jetzt auch kein rasend originelles Konzept, aber ein denke ich, es würde natürlich greifen, jedenfalls wird es deswegen auch von der Bewegung vertreten, dass das bedingungslosen Grundeinkommens, klar, ja. Also das findet sich in all diesen Programmen, all diesen Aufrufen immer wieder. Also es ist klar, dass nur auf der Basis eben nicht der Rückkehr zu den Wohlfahrtsstaaten, man darf nicht vergessen, das hat ja auch, war ja auch ein Herrschaftsregime und es hat natürlich auch Ausschlüsse produziert und so weiter und es war natürlich, man kann natürlich, also Foucault hat es ja wunderbar auch als Pastoralmacht beschrieben, also durch der gütige Herrscher, der seine Schäfchen damit befriedet, ja. Natürlich ist dieses klassische Wohlfahrtsstaatsregime auch nicht unproblematisch und man will also nicht dahin zurück. Gleichzeitig will man aber eben diese Grundabsicherung und das geht eben nur durch ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist jedenfalls der Lösungsansatz, der von der Bewegung vorgeschlagen wird. Ja, dann würde ich noch mal an zwei Punkten ansetzen. Und zwar gefragt wurde, was ist die Problemdiagnose, was ist gegebenenfalls die Lösung? Und dazwischen ist dieses Mittelfeld, wo ist praktische Politik, praktisches Einwirken? Also die Problemdiagnose wäre bei mir relativ eindeutig, dass wir in einer Phase von Kapitalismus sind. Ich würde auch von Kapitalismus sprechen wollen, in der sich eine Sphäre, nämlich die Finanzökonomie, gegen den Rest der Gesellschaft enorm verselbstständigt hat. Ich glaube, dass uns das eine ganze Reihe von Problemen beschert, dass ein ganzer Teil der Wirtschaft nicht mehr eingebunden ist, sondern international, transnational, kaum mehr regulierbar, kaum mehr kontrollierbar sich gegen die Gesellschaft verselbstständigt hat.
Ich nenne das in unseren Forschungen zusammen mit anderen Kolleginnen aus unserem Schwerpunkt immer eine strukturelle Sorglosigkeit des Kapitalismus. Und damit ist gemeint, dass er gleichgültig ist, und zwar gegen soziale wie ökologische Belange. Und das heißt für mich auch, dieses Phänomen Prekarität ordne ich ein in andere Phänomene, nämlich zum Beispiel in diese Wachstumsorientierung, die uns ökologisch an Grenzen treibt, in andere soziale Beschädigungen. Das ist nicht nur Prekarität. So, wenn ich das so sortiere, dann wäre jetzt am anderen Pol, also hier verselbstständigte Finanzökonomie, der andere Pol wäre dann die Frage, wo muss ich ansetzen? Es wurde eben schon gutes Leben genannt, ich würde es etwas anders formulieren. Wo muss ich ansetzen auf dem Weg in eine sorgsame Gesellschaft, eine Gesellschaft, die nachhaltig ist, eine Gesellschaft sozial, ökologisch nachhaltig ist? Das heißt, dafür wäre für mich der Pol der Visionen. Der Visionen, die alle möglichen Bewegungen momentan mit sich tragen. Also im Care-Bereich gibt es da einiges auch an Sprengstoff, der über Bewegungen reingebracht wird. So, und dann treffe ich mich dann im Mittelfeld und dann bin ich durchaus bei solchen Fragen, also Flexicurity beispielsweise wird im gewerkschaftlichen Kontext zurzeit in ganz neuer Weise unter Vereinbarkeitsthematiken thematisiert. Also Vereinbarkeit von Arbeit und Leben in neue Fassungen bringen, also nicht die alten Debatten. Ich denke, es gibt kein Zurück und das ist auch nicht wünschenswert. Das war keine herrschaftsfreie Zeit, auf die wir zurückblicken. Es gibt kein Zurück, es gibt sozusagen nur ein nach vorne. Und ich würde es einsortieren zwischen einer radikalen, im Sinne an die Wurzel gehenden Kapitalismuskritik und Visionen eines anderen, wie ich es nennen würde, sorgsamen Lebens in einer entsprechenden Gesellschaft und dazwischen sozusagen kleinschrittige Politik entfalten. Ja, vielleicht drei Gedanken. Also ich kann mal wieder vielem zustimmen, was Brigitte Auenbacher gesagt hat. Ich glaube, dass man zum Beispiel die Entstehung, wie werden eigentlich Situationen konstruiert, die dann zu prekären Beschäftigungsformen, hätte das eben bei dem Sachgrundbefristung schon mal angesprochen. Also die Rahmenbedingung ist sozusagen die Entwicklung des flexiblen und finanzmarktgetriebenen Kapitalismus generell. Aber auf der Ebene von Organisationen ist ja die Frage, Projekt hin oder her, wie werden Übergänge zwischen Projekten organisiert? Sind Projekte Grund dafür, so zu tun, als sei diese Arbeit nachher nicht mehr da? Und sozusagen das Unternehmen, was in Projekten die Arbeit organisiert hat, dann mit den Beschäftigten nichts zu tun und das kann outgesourced werden und so weiter. Sondern man kann sich ja vorstellen, dass projektförmige Arbeit, die ja ihr Gutes hat, doch in einen Rahmen eingebettet wird, wo sozusagen Übergänge zwischen diesen Projekten geschaffen werden. Wo das kein Grund ist für eine Art von prekärer Beschäftigung, ob mit Sachgrund oder ohne oder wie auch immer. Also es geht eigentlich um die Gestaltung von Arbeit. Und die prekäre Situation, die daraus folgt, ist eigentlich erst eine Folge. Und wenn man, die kann man bekämpfen mit bestimmten Regelungen, die Befristungsgesetzgebung ändern oder einen Mindestlohn einführen und so, das ist alles richtig. Nur ich glaube, das Kernproblem ist wirklich die Gestaltung von Arbeit. Und das ist eine Sache, wo viele Akteure sich beteiligen müssen und was sehr viel auch mit der allgemeinen Absicherung natürlich im Sozialstaat und so weiter zu tun hat. Aber eine Frage von Arbeitspolitik eigentlich auch ist. Das ist der eine Gedanke, also gucken, wo wird eigentlich Prekarität produziert und an diesen Ursachen ein bisschen versuchen zu arbeiten, um das zu verändern. Das bedeutet nicht ein Zurück, weil wir jetzt nicht etwa wieder projektförmige Arbeit abschaffen wollen und Ähnliches, sondern eine andere Art, diese Arbeitsformen zu regulieren und einzubetten. Das wäre der eine Gedanke. Damit zusammenhängt übrigens, gerade weil das für befristete Beschäftigung ganz wichtig ist, hängt die Frage des öffentlichen Dienstes. Der Schwerpunkt befristeter Beschäftigung, sehen Sie in der Statistik, ist der öffentliche Dienst. Sollte man nicht meinen, wenn man so ein Bild vom öffentlichen Dienst hat, der irgendwie dauerhafte Beschäftigung vorsieht. Aber das hat auch etwas damit zu tun, wie wird Arbeit im öffentlichen Dienst gestaltet. Das hat viel damit zu tun, wie werden Finanzmittel bereitgestellt und so weiter, meistens relativ kurzfristig. Das hat etwas mit der schlechten Finanzierung des öffentlichen Dienstes zu tun, mit der Sparpolitik, die in diesem Bereich stattfindet. Das wiederum hat mit der Finanzmarktkrise unter anderem auch zu tun, aber auch grundsätzliche Ursachen. Und es hat auch etwas damit zu tun, was sind uns eigentlich bestimmte Arbeiten in dieser Gesellschaft wert. Und der allgemeine Diskurs darüber ist ja immer der, dass der öffentliche Dienst so unproduktiv sei und dass man da sparen müsse. Aber es geht, glaube ich, tatsächlich darum, dass es auch eine Debatte in dieser Gesellschaft braucht, welche Arbeiten
sind wichtig für unsere gesellschaftliche Reproduktion. Sorgsame Arbeit und so weiter, nachhaltige Arbeit ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, etwas, was ich wichtig finde, darauf hinzuweisen, was mich sehr ermutigt, ist eigentlich, dass wir zum Beispiel jetzt seit 3 Wochen einen Kita-Streik haben, wo es meines Erachtens nicht um die Frage von Prekarität geht, sondern es geht darum, dass wir hier eigentlich in der Gesellschaft, und die Unterstützung für diesen Streik ist ja erstaunlich hoch, trotz aller Probleme, die das für die Betroffenen mit sich bringt, dass wir eigentlich damit eine Frage thematisieren in dieser Gesellschaft über die Wertigkeit bestimmter Arbeiten und wie diese gestaltet und honoriert werden sollen und was das eigentlich die Gesellschaft kosten soll. Also der Spruch, der dann immer mal kommt, den ich so ein bisschen schwierig finde, weil er so eine komische Konkurrenz aufmacht, dass es also nicht weniger viel einbringen darf, Kinder zu erziehen, als Autos zu bauen. Das ist ein komischer Gegensatz, wenn es sich gegen Metallarbeiter richtet. Aber trotzdem ist natürlich sozusagen darin ein Inhalt enthalten, wo es um die Art von Beschäftigung geht und um den Sinn von Arbeit. Also es ist nicht einfach nur die Art von Arbeit, hat man dauerhafte Beschäftigung, sondern es geht darum, welche Arbeit ist sinnvoll. Und das Tragische, und da komme ich jetzt wieder zum Bogen zur Prekarität, ist ja, dass wir heute häufig einen Mechanismus haben, das betrifft auch nochmal das Thema Autonomie, wo viele Menschen so funktionieren und wo auch Arbeitgeber und alle Beteiligten so den Eindruck haben, wenn man autonom arbeiten will, dann muss man prekäre Bedingungen in Kauf nehmen. Und wenn man sinnvolle Arbeit macht, zum Beispiel Kinder erziehen oder alte Menschen pflegt, ist das ein guter Grund, weil die werden, so war das bisher, die werden nicht streiken, da können wir uns als Arbeitgeber stur stellen. Sie sehen das bei Krankenschwestern in der Altenpflege, die haben ein unheimliches Hemmnis darin, weil sie wissen, dass ihre Arbeit unheimlich wichtig ist, dort zu streiken, weil sie sehen, wer betroffen ist. Und das wird ausgenutzt. Das heißt, wer autonom arbeiten will, könnte man zugespitzt sagen, dem kann man sagen, du verwirklichst dich doch schon in deiner Arbeit, und zugespitzt, warum willst du noch was dafür eigentlich an Geld haben? So funktionieren ja auch Praktika. Das ist ja häufig in Bereichen, wo man diese Arbeit auch gerne macht, wo man froh ist, dass man einen Praktikumsplatz bekommen hat, wo man vielleicht sogar gerne arbeitet, und das ist dann irgendwie ein Grund, die Leute machen das dann auch nicht nur, weil sie keine Alternative haben, sondern auch, weil sie sich mit dieser Arbeit so identifizieren, und das kann genutzt werden dafür, dass man ihnen keine vernünftigen Bedingungen schafft. Und in Tätigkeiten, wo die Arbeit offenbar sinnvoll ist und wo die Leute sich verantwortlich fühlen, in vielen dieser Bereichen wird auch das ausgenutzt, indem man sozusagen die Bedingungen nicht verbessert. Und das ist ein Thema, glaube ich, was jetzt nicht nur die Frage Prekarität betrifft, sondern was die Frage betrifft, welche Art von Arbeit und welche Art von dem, was wir überhaupt erzeugen und damit auch wie unsere Gesellschaft ihre Werte sozusagen bestimmt, das ist eine Diskussion, die beginnt, glaube ich, tatsächlich, und die sollten wir vielleicht auch mehr in den Blick nehmen als nur sozusagen die Frage der Beschäftigungsbedingungen. Also das ist ja alles nicht unwichtig, will ich nicht sagen, aber das muss man mit dieser anderen Diskussion zusammenbringen, weil ich glaube, die Frage des Sinns von Arbeit und das, was in dieser Gesellschaft wert ist und was nachhaltig ist und so weiter, das ist eine sehr, sehr wichtige Diskussion, den kann ich jetzt nicht in einem Begriff von sinnvoller Gesellschaft oder was fassen, aber das, glaube ich, ist eine Diskussion, die uns bewegen sollte. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich glaube auch, dass dieser Punkt vielleicht auch in den morgigen Diskussionen nochmal aufkommt. Mich vielleicht auch die Frage von so einer Beziehung von Sinn und Arbeit, aber auch von Anerkennungsprozessen und Arbeit, also wie sind eigentlich Prekarisierungsphänomene vielleicht auch mit bestimmten Formen von Anerkennungsbeziehungen verbunden? Also das finde ich tatsächlich auch eine Frage, die jetzt ein bisschen noch aufscheint, die ich sehr interessant finde, also wo man sagen kann, vielleicht auch eine Erosion von Anerkennungsbeziehungen kann auch sein, dass das zu einer bestimmten Form der Prekarisierung führt, sei es jetzt familiär, sozial, politisch oder rechtlich auch. Also vielleicht kann man darüber auch noch nachdenken. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken für die, die hier geblieben sind, dass sie durchgehalten haben. Ganz, ganz herzlichen Dank an die Podiumsteilnehmer Oliver Marchert, Brigitte Aulenbacher und Stefan Vosswinkel. Ich finde, das war eine sehr, sehr spannende Diskussion und ein sehr spannender Auftakt für die Tagung, und wir werden bestimmt viele Fragen, die noch offen geblieben sind, sei es Fragen der politischen Teilhabe, Fragen der psychischen Folgen von Prekarisierung, Fragen vielleicht auch der performativen Kraft von solchen gesellschaftstheoretischen Begriffen wie Prekarisierung,
Sind sie vielleicht ideologisch, weil sie etwas erzeugen, was es so nicht gibt? Also das unternehmerische Selbst oder Prekarisierungsgesellschaft könnten ja auch vielleicht das erzeugen, über das sie sprechen, vielleicht auch nicht. Vielleicht sind es diagnostische Kategorien. Vielleicht bewegt uns das auch noch morgen. Und ich bin schon ganz glücklich, dass ich habe gerade ausgerechnet, dass wir morgen 10,5 Stunden in diesem Raum zubringen werden. Das hat auch was Prekäres. Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche einen schönen Abend und bis morgen früh um 10. Eine abschreckende Bemerkung, dass man morgen nicht kommen soll. Ja, es tut mir leid. Kommen Sie bitte trotzdem, ja?